Real Talk. Nein. Sorry, ich bin ein bisschen spät. Der Gag ist tatsächlich. Ja, noch später, also. Der Gag ist an der Stelle gepiekt. Und das ist schon relativ früh passiert. Da war ich 4 Jahre alt. Da kam. 4 Jahre? Ja, da kam die Mom von meiner Nachbarin und dachte, ich hätte noch Nutella in der Fresse. Und dann so. Oh nein. Und was meinst du, wie viele Eltern das gemacht haben? Enkel, das ist richtig unangenehm. Enkel, du hast was im Gesicht. Richtig, ja. Das ist Nutella in dem Gesicht. Harry Potter, bist du's? Du hast einen Blitz auf der Stirn. Scheiße, Digga. Jackbox heute kann eigentlich nur lustig werden. Es kann nur Kacke werden heute. Lachkickbox. Wer hostet? Soll ich hosten? Ja. Okay. Also je nachdem, was wir halt spielen wollen, aber wenn wir das von letztem Mal, also das mit dem Malding und so machen, dann... Ich will's. Wir können ja ein paar Runden von dem einen und ein paar Runden von dem anderen machen, oder? Was ich gesehen habe, ist, es gibt auch dieses, wo man quasi für andere Leute so eine Präsentation vorbereitet und der andere muss dann so präsentieren, blind. Kummo! Das Schwein ist da. Sabine, ich glaube, das, was du meinst, ist das, was wir das letzte Mal auch gemacht haben. Nur, dass du halt nicht auf I present myself drückst, sondern auch... Machst du bitte. Hallo, jetzt mal. Hi. Quasi würde für dich Bilder aussuchen. Besser. So eine Kleine Katze oder irgendwo, sowas komplett random ist. Und du musst dazu quasi ein Thema präsentieren. Okay. Das wäre auch ganz spannend. Ey, du ziehst das durch mit dem Bild, ne? Der Typ, Alter. Das ist so disgusting. Ja, der hat komplett Erdnussbutter im Face. Wer ist das? Wo kommt der her? Weiß ich. Ist das Simon Desue? Oh mein Bro, Gott. Okay, Digga. Oder nicht? Oh. Racist Butter-Facing. Hä, das sah übel aus wie Ding. Nein, das ist Simon Desue. Er meint ja wegen den Augen. Blau mit kleinen Blumen. Ja, wegen den Haaren halt. Re-Rap, ich fühl's aber. Auf dem ersten könnte man wirklich denken. No joke. Weil Simon Desue halt auch sowas machen würde. Relativ großer Brust. Eben, genau. Nein, genau. Ich fühl's. Re-Rap, ich fühl's. Okay, dann wollen wir direkt anfangen oder warten wir noch auf irgendwen? Nö, wir warten noch kurz. Nee, lass noch eine Stunde warten und dann. Nein, wir warten noch auf irgendwen. Nein, wir warten noch kurz. Ich glaube, wir sind vollständig. Karl ist nicht dabei. Also, Karl kann nicht, wir können Diddy fragen, ob er noch joinen möchte. Das wäre funny. Wir sind ja schon 6, ne? Also, letztes Mal waren wir auch 6. Trimax hat mir ist egal, wir können auch zu 6 machen. Und ein Dark Garat. Mir ist Wayne. Deswegen ist die Frage, ob. Euer Stream war der Shit gestern. 8 als 3. Ja. Okay, wenn es noch passt von den Cams her, dann ja. Ja, easy safe. Das ist ja easy. Die Cams sind doch eh voll. Die Cams sind eh klein. Seite. Das ist ja Wayne. Ja, ja. Die Fragen sind ja alle so klein. Ja, safe. Dann hoppt Danny noch rein und dann, also wenn er Bock hat. Actually not sure, ob er Bock hat. Fragst du ihn? Ich rufe ihn kurz an. Ruf Danny an. Anruf Danny Mobil. Sorry, danke, Bro. Hab ich mitbekommen. Sehr sick. Sehr, sehr sick. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht. Okay. Danny kurz mal sein Handy geschrottet hat. Nee, Danny hat eine neue Telefonnummer. Digga, wirklich iPhone so dumm. Ruf doch einfach die neueste Nummer, die ich hinzugefügt habe, an. Oder frag mich bitte, aber. Dumme Scheiße, Siri, ey. Wirklich iPhone beste Leben, aber Siri kannst einfach die Tonne kloppen. Momo! Ja, los. Oh, Bro. Wir haben noch einen Slot, beziehungsweise sogar 2 Slots bei Jackbox. Wäre übel sick, wenn du mitspielst. Jackbox? Dieses Erfindungsspiel. Ja, okay, komm. Nice, Digga. Okay, ich ruf dich gleich an. Ja, Danny, komm. Ciao. Hi. Bitte machen. Okay, Danny, komm. Da bist du besser als ich, wenn es um irgendwelche kleinen Karibikinseln geht. Nur bei den Karibikinseln denkst du, bin ich besser? Ich glaube, das meiste würde ich hinkriegen. Bettet ihr euch gerade, wer der krassere ist mit Flaggen? Ja, ich glaube, also Basti. Enkel will mir gerade erzählen, dass er glaubt, dass er Head ist. Ja, aber Henke. Hab ich nicht gesagt. Henke denkt doch, er wäre ein guter Streamer. Hallo? Hallo Daniel. Sorry, der war too far, Digga. Sorry. Der war respektlos, Digga. Sorry, Bro, sorry. Warte, ihr seht mich. Hab dich lieb, Bruder, hab dich lieb. Ich schau nur rum. Ich bin laut, ich krieg AIDS. Bro, chill. Man sieht dich aber nicht. Ah. Dunkel, yeah. Yo, oh mein Gott! Danny, es ist dunkler als bei Monte, Bro. Nach 20 Uhr ist Feierabend bei dir. Boah, blind, Digga. Ich dachte, er hat einfach so eine Cam nicht richtig an. Es war einfach so. Junge, blind einfach. Ja, Danny, Alter, du bist ja am meisten getroffen von den Friseur aus. Ja, ich wollte gerade sagen, Danny läuft schon wieder. Ja. Du kleiner Fusselhase, wirklich. Ach, komm, Danny. Guck dir das an, was du. Digga.
Ja, oh. Ey, kannst du wieder Jimmy Neutron machen? Mach Jimmy Neutron. Nein, ich mach keinen Zopf. Mach Jimmy Neutron. Warte. Ja, ich find's besser, bei ihm als mit Kurz, muss ich sagen. Ey, Danny, macht den Fußballer, mit dem Ding. Mach dir mal Waves, Digga. Mach dir mal Waves. Ey, geil. Oh, ey, geil. Ah, ich hab alles. Ah. Ja. Oder so kann man auch machen. Nein. Ey, Mädels, ich. Ja, mach den. Ich hoste mal das Game, wa? Ja. Das ist eine Idee. Fuß. Warte mal, was wir noch machen können, wäre der hier. Wo schickst du Code? Twitter. Junge, Reese, ist das ein Tropfen an deiner Wand? Ich dachte die ganze Zeit, das ist so ein Tropfen auf meinem Monitor oder so. Guck mal hinten, guck mal über deinem Kopf. Das ist eine Lichtdeckenlampe. Das ist eine Lampe, Digi. Reden's mal an, kurze Frage, aus was ist denn diese Lampe? Aus Carbon inzwischen. Die Lampe ist tatsächlich aus ganz normalen Materialien. Aus was man eine Lampe baut, Henke. So typisch. Ja, das sind deine Fantasie keine Grenze gesetzt. Plastik, Metall, ne? Ja, so ein richtiges Spotlight auf deinem so, Bett. So, alright. Ey, weil ihr seid, mach ich 4K 60 FPS. Alter. Heute lassen wir uns nicht lumpen, Alter. Freunde. Ey, die Spendierpants. So, achso, warte mal, ich muss noch mal wegmachen. Schade. So. Ich wünschte, Rezmann würde mich wegmachen. Ja, ich wünschte auch, Rezmann würde mich wegmachen. Same auch. Ey, was zocken wir denn für den Modus als erstes? Scheiße, ich hab das falsche Game gestartet. Auch chill. Na, lass doch mit den Produkten starten, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich find's geil, wenn wir heute auch mal vielleicht ein oder zwei neue Sachen ausprobieren. Aber müssen wir mal gucken. Lass mal schön in was Neues rein. Aber erstmal was. Was ist mit diesen Präsentationen da? Erstmal das, was wir kennen, Freunde. So. Ich meine, wir sind ja variabel, oder? Okay, an alle Zuschauer und dann natürlich auch euch. Geht mal auf Jackbox TV, Freunde. Mhm. Okay, warte, die Runde macht auf. Mann. Ich bin. Ibims. Ibims. Okay, hab's euch geschickt, Ich hab jetzt mal eigene Planet. Our bakery is closing in 10 minutes. Please place a food order in the next 5 minutes or if you just continue drinking water and it's all free Wi-Fi. Okay, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wir sind alle drin. Hey, dann let's fucking go, bro. Okay, Streamer. Okay. Hast du den Stream angemacht? Yes, sir. Okay. Für alle, die das Game nicht kennen, das ist relativ selbsterklärend, I guess. Welcome to the seminar. My name is Toby. Ah, nee. And this is my ex-wife. Lena. And together. Lena! My queen! Ich hab mich voll gefreut, dass Kevin jetzt erklärt für alle. Right, aber... Oh, soll ich erklären? Mach mal. Okay. Also, am Anfang suchen wir uns alle quasi Probleme aus. Also, keine Ahnung, Toni schreibt zum Beispiel rein, ich bin manchmal kacken und dann fehlt mir irgendwie eine Hand oder so. Und dann muss Basti eine Lösung dafür finden, die Erfindung malen, dem Ding einen Namen geben und einen Slogan. Und dann stellen wir es wie so eine PowerPoint-Präsentation vor. Ja, hat jeder verstanden? Ey, mir stört echt beim Code, dass da noch ein C drin ist, ne? Ja, ich muss... Das hier. Achso, und ihr könnt als Zuschauer könnt ihr joinen auf jackbox.tv mit dem Code GHCG. Dann könnt ihr selber mitentscheiden und uns Punkte geben. Also es ist wichtig, dass ihr da reingeht. Also rein mit euren süßen Ärschen. Wo ist denn Danny denn? Neulich mitspielen. Danny ist nicht da. Bro. Oh, jetzt fängt es an. Fühlt ihr euch denn heute kreativ? Boah, übel. Meine Antwort war kam aus der Kanone, Digga. Ich geh kurz auf Toilette. Ja, der Link ist generell jackbox.tv, Leute.
generell bei allen Spielen. Und dann gibt's immer nur den Code. Und der steht auch da drunter. No hurry, but that's half your time. So. Alright. Wir haben Probleme gemacht. Wir haben Probleme gemacht. Die haben ein Problem machen können wir gut. Habt ihr gerade die Facecams auf groß gestellt oder habt ihr den Stream auf groß? Den Stream auf groß. Stream. Was hast du auf groß, Danny? Dich. Oh. Ja, aber hey, ist doch voll doof, wenn du den Stream auf klein hast, oder? Ja. Ja, man kann manchmal so switchen. Ich habe auch Henke auf groß. Let's get a move on, time's almost up. Guck mal, Chat. Hihi. Ich muss halt Opfer. So, let's go. Ganz now bereit. Look at your device. Yo, wo ist Daddy P? You've got somebody else's problems. Oh, in there. Simply pick the one you want to solve. Ich hab mal auf Instagram. Bin wieder da. Wärst du mal lieber auf Twitter gewesen? We're halfway home. Ganz weird. Ganz weirde Probleme bekommen. Okay, ich habe eins ausgewählt, aber irgendwie kann ich noch nicht los. Ja, meine Probleme sind so schlecht. Boah, meine Probleme, die ich hatte, waren auch richtig kacke. Ich hab, glaube ich, Dannys bekommen. Was war da denn? Ich hab Sabines Problem bekommen. Mal gucken. Aber der Code ist hier. GHCG. GHCG vorne. Ich mach gleich großes Bild, aber das ist wirklich nur Wartezeit hier. Okay. Okay. Wer ist die ugly Olle da unten mit... Fuck, ich hab mein Problem vergessen. Ah. Ja, man kann es oben nochmal aufrufen. Ja, weggeklickt aus Versehen. Oh mein Gott. Wie zeichne ich das? Oh Gott, okay. Okay, Oh Gott. Ich glaube, ich muss einen Kopf malen. Ist das legit? Do it. Wenn er nicht zu realistisch aussieht. Okay, dann... Wir atmen hier so erotisch rein. Oh, das bin ich. Geil. Auch, dass du es einfach nicht lässt jetzt. Oder bin ich es? Oh, Leute, hallo. Okay, Junge. Oh. Ich bin so am Zeichnen, ey. Ich weiß, wie soll ich meins malen? Das geht gar nicht. Ich kann mir jetzt gar nicht malen. Das geht nicht. Was ist da für eine Lösung? Das hat safe Tony geschrieben. The sky out of destination is fucking cringe, bro. Flash geht einfach die drei, buddy. Juice WRLD war der cleanste Freestyler, Pick My Hands. Ich hab nicht mal gemalt. Oh nein, da kommt wieder ein Mensch an PC bei Danny, Digga. Ich hab nicht gemalt, kann ich ja nicht, gar nicht gemalt. Nicht mal ein Mensch an PC. Nein, nicht. Ey, könnt ihr das Game bei euch leiser machen? Weil, lauter machen? Weil ich würde es bei mir ein bisschen leiser noch holen. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu wack für euch. Okay. Okay. Ich starte ganz low. Ganz, ganz low. Ja, bei mir ist so medium, I guess. Ja, wie wir so tun, als würde es eh jemals besser werden. Irgendwie. Ja, ich starte jetzt erstmal low. Ja, als wenn wir so die kreativen Köpfe. Ich wollte erstmal ruhig starten. Relativ low. Each of you will present your creation with our amazing presentation tool. Really sell yourself, too. This is no time to be shy. Exactly, Lena. Now, wer ist dieser hässliche mit der Harry Potter Brille Lul? Oh, okay. Shut the fuck up, bitch. Wir präsentieren wieder selber, oder? Das ist dick. Okay, alright. Also, mein Problem war, Männer machen mir Angst. Das ist meins. Relatable. Ich kann das ja von Sabrina. Kann relate. Alright, auf jeden Fall dachte ich, da gibt's eigentlich fast nur eine Lösung. It's about time. Oh nein. Karen Kill All Men 2021. Oh, man mag keine Männer.
Kill All Man 2020. Junge, geht weiter fürs nächste Jahr. Oh Mann. Toni, das ist so smart. Das ist Naked Cowboys. Smart. Das ist doch einfach Meme-Culture. Perfekt, dieselbe Crew, wir trennen wieder bei Twitter. Nice. Hä, let's go again. Oh shit, okay. Wait. Ist es real oder kontrovers? Nein, ist nicht kontrovers. Ja, okay, ich dachte schon. Okay, Reese. Was ist denn... Ach, die Leute fragen mich immer nach meiner Intimrasur. Hä, hey, das ist doch nicht mein... Was ist intim? Genau, das bin ich, ja. Da dachte ich, ja, es ist eigentlich komplett einfach. Es ist eigentlich komplett einfach. Und auch die Frage, warum gibt es sowas überhaupt noch nicht aktuell? Der Titel meiner Erfindung lautet die Schaufensterhose. Freunde, da wollen wir mal direkt mal in die Zeichnung reingehen. Wir machen eine ganz normale Hose, aber vorne ist einfach frei, okay? Vorne ist einfach ein schönes Schaufenster ausgeschnitten. Schlau. Mit der Tagline, hier bleiben die Blicke garantiert hängen. Kleiner Tipp von mir, vielleicht auch schön mit kleinen Dekorationen arbeiten. Oder dass man so einen Sticker hinmacht, wo man sagt 10% irgendwie Rabatt oder heute extra lang... Window Color, verschiedene Frisuren, da kann man viel damit arbeiten. Das ist meine Erfindung, geil. Dankeschön. Sick. Ja, stark. So Tische klopfen. Schabumse. Ja. Yeah. Nee, es ist nur so schlau, sind wir nicht. Aber so Uni-Stuff. Nee, Leute, mein Problem ist, alles, was ich möchte, ist, jung und reich zu sein. Ich habe die unkreativste Variante der Welt hier rausgehauen, und zwar... WhatsApp. Komm einfach rein in die WhatsApp-Gruppe. Ja, komm rein in die Gruppe. Ich könnte gerade diesen Ball ficken. Ah. Junge. Oh mein Gott, Digga. Könntest du kurz mal Toni nach einem Statement zu der Umarmung beim Markt fragen? Okay. Also, passt auf. Ja? So, folgendes. Ich hatte letztes Problem, ich werde so müde, wenn ich pinkeln muss. Okay? Dann dachte ich mir jetzt, oh no. Wenn du nicht pissen kannst, dann kannst du auch nicht immer müde sein, ja? Also bin ich auf den Pimmelstopper gekommen. Und im Grunde ist der Pimmelstopper einfach ein Korken vorne für den Pimmel, Digga. Danke fürs Zuhören, investieren Sie in meine Erfindung. Nur Männer müssen auf Toilette, yeah. Ja, da gibt's in verschiedenen Sizes und shit, so. Okay, nice. Ja. Cool. Nice. Perfekt, Digga. Sehr gut. Also. So bad. Freunde, ja, was? Ich vermisse wirklich Popeln, wegen das Problem. Es ist sehr unangenehm in der Öffentlichkeit, mal eben kurz mal die Nüstern durchzubohren. Also. Habe ich hier was Feines vorbereitet? Und zwar ein Device, ein Add-on, was quasi eine kleine Hand innehält. So, das bringst du einfach an deiner Brille an und dann bohrst du dir schön einen vom Rasten weg. Egal, sonst. Denke, das sieht aus wie du. Brille. Das bin ich tatsächlich. Und dieses Gerät nenne ich natürlich den Brillenbohrer. Ja? Und die Tagline lautet: Bau es dran und lass ihn ran. So. Ja. Junge, so schlecht, ey. Warte, ich bin noch der Einzige. Oh Gott, nein. Nee, Basti kommt dann auch noch. Ja. Kannst du Toni zu einem Statement bei der Umarmung beim Markt fragen? Nö, danke. Schwierig. Nein, also das ist, ey, ohne Witz, ich starte richtig schwach. Also. Okay. Freunde, ich würde mehr Arbeit schaffen, wenn ich Jünge, nicht so neue viel Challenge, schlafen müsste. Neue Challenge. Leute, ihr kennt es. Man will eben produktiv sein, aber das Bett ist zu gemütlich. Es ist warm, es ist weich. Und man hat jetzt halt einfach zwei Seiten. Arbeit, produktiv sein oder eher schlafen. Und wie mache ich das am besten, wenn ich einfach beides schaffen möchte? Ich sage euch eine Sache. Ihr könnt einfach direkt eine Sache streichen. Und zwar entscheidet euch einfach direkt für das Bett. Seid einfach ganz entspannt. Denkt einfach nur ans Ausschlafen und geht nicht an die Wiese ans Leben. Warum der Stress, wenn es keinen Grund zum Aufstehen gibt? Einfach ausschlafen. Ja, ey, können wir bitte weitermachen? Danke. Hey, Jungs. Hey, das war stark. Passt nicht gut. Shoot. Danke. Oh, Mais kam nicht mal dran. Now, each of you has been given some money tokens. Ja, stark. Give your largest chip to your favorite invention. Okay, das ist wieder fun. Second favorite and so on. And those of you in the audience get a chip to. Ja, ihr müsst in der Audience müsst auch investen, Jungs.
Ich bin rein. Abfahrt. Okay, was haben wir? Was ist los? Die den Donuts sind alle cringe. Stopp, Chat wird Champ. Okay. Okay, ich glaube, ich investiere in das hier. Okay, man sieht es, ne? Nein, das ist nur, weil es da drüber ist. Sorry. Das ist wirklich nur zufällig. Okay. Ach, true, das ist ja so in der Liste, ne? Ja, genau. Es ist, sorry, das sieht man wirklich nicht. That's half your time. Okay. Ich wünschte, wenn man raustappt, dass es nicht immer die Aufnahme so stoppt für mich. Aber ich glaube, das kann man im Discord nicht anmachen. Ich glaube, das ist automatisch, ne? Also wir waren hier. Die Runde alle so unlustig, dass wirklich Dennis am besten war. Ich könnte halt zeichnen am Handy, aber das ist Bullshit, I guess. Leg das Game drüber? Ja, das könnte ich machen, aber dann müsste ich halt immer, wenn ich so mache, das klein machen, das ist irgendwie whack. You'll need to acquire $1,200 in capital to not only fund your invention, but also $500 funding bonus. Invest in a successful invention and get double your money back. But if it fails, they keep your cash. Let's see how you did. So wird das Geld verteilt. Himmelstopper. Smart, Bro. Jetzt. Oh, okay. Ich könnte mir so richtig geiles Overlay bauen. Niemand gut. Ist ja wohl übel gut. Die war stark. Oha, alle. Oha. Kam der Pimmelstopper schon? Oha, wurde investiert? War mein Problem übrigens. Alter Sabine. Oh, shoot, da war ich drin. Nice, das schmeckt, Digga. Lost, wenn ich den Brillenbohrer gewählt hab. Ei. Hey, Basti. Pogchamp, Basti. Warum sind wir so? Okay. Coole Runde. Okay. Wer ist der Krasseste? Jetzt muss ich was aussuchen, oder? Jetzt lösen wir alle zusammen Probleme. Bitte lass es gute Sachen sein. Chat, nicht böse gemeint, aber die ganzen Hutsu Tromix Guys, shut up. Danke. Das wäre cool. Okay. Okay. Oh Gott. Was haben wir jetzt, Mann? Was hast du, oder? Bis jetzt sieht's schlecht aus. Oh, kratz mal was. Komm, irgendwas Geiles wird's geben, Ritzmann. I believe. Ich lese noch. Was ist los bei den Donuts? Alle sind cringe. Ah, Bro, das ist gerade lucky. Ah, siehst du die Donuts fein. Oh, Gott. Okay, Digi, choose irgendwas. Okay. Ooh, that's a good one. Okay. Oh, nee, das war was ich als zweites zur Auswahl hatte. Let's draw. Das ist gut scheiße, Bro. Mm. Mm-hmm. Nice Gag. Achso. Ja, Leute, was soll ich sagen? War keine gute Auswahl. Schon wieder, ich weiß, wie ich das schon wieder malen soll. Na, erstmal musst du eine Lösung finden und nicht das Problem malen. Doch, Bro, ja, ist ja. Ist. So. Meins ist so bad. So. Jetzt kommt was richtig Gutes. Katastrophe. Oh, okay, mal Skills einfach. Ich kann jetzt hier klein hinschreiben. Kann ich dann einfach nicht rankommen wie Danny? Eigentlich, das darf man nicht machen. Oh, ich hätte...
Okay, ich brauche noch eine Tagline. Trash. Ey. We're halfway there. Oh, halbe Zeit ist um, halbe Zeit ist um. Na, ich denke, meins ist okay. Meins ist okay. Es ist in Ordnung. Hm? Der Bimse nicht hören. Mach mich sauer. Quit dawdling. Time's almost up. Quit dawdling. Oh mein Gott, in der letzten Sekunde! Oh! Ey. Danny, hast du abgegeben diesmal? Oh, sick! Jetzt und Danny, neue Runde? Let's go, let's go, let's go, let's go. Ey, was abgeben? Ich bin direkt zuerst. Ey, hallo. Alright, let's go. This is the drawing. Wenn literally, ich hab... Was zum Flying Fuck, Sabine? Was ist das? Das ist ein Hundehaufen und das hier ist sowas wie so eine... Wie so eine Dose, die es aufsaugt. Frag mich einfach nicht. Das ist einfach der Kotsauger 2000, ja. Alter! Das heißt einfach Kacke saugen. Eigentlich schon abartig. Aber wegsaugen geht schon. Finde ich persönlich. Geht schon. Einfach Kacke saugen. Nice. Ist ganz gut. Nice. Ist ganz gut. Chat, ich überlege die ganze Zeit in meinem Kopf, ob ich irgendeinen Gag mache wegen Kackes saugen, wegen scheiß Blowjob. Aber mir fällt kein guter ein. Und dann war es zu lange und dann dachte ich mir, jetzt wird's cringe. In Parks und so, draußen auf der Straße, man läuft vorbei, stinkt, ekelhaft, ranzig, man will nicht reintreten. Meine Lösung, ganz easy, geh nicht raus. Wenn du drin bleibst, kannst du nicht zur Hundekot kommen. Smart. Bleib halt einfach drinnen. Problem ausgedribbelt. Begegnet. Toni, wir haben echt fast dasselbe. Also, easy, Hund draußen, Kot draußen, du drinnen, Mittelfinger an Hund, auch wenn süß. Oh. Kann auch ein Daumen nach oben sein. Sollte actually ein Daumen nach oben werden, wird dann Mittelfinger, fuck it. Und ja, verlass aber dann raus so. Nicht. Mach ein Schloss dran, dann kannst du es nicht verlassen. Easy. Ach so, Digga. Der Hund sieht wie Cappy aus da draußen. Nee. Ja, der ist auch beim Hundekot, ist ja auch disgusting. Ritwan! Tu, hey! Hey! Ja, hallo, ich hatte das Problem, mich ekelt Hundekot und ich wollte euch da Folgendes präsentieren. Ich glaube, ich fange einfach mal mit der Tagline an, okay? Ich switch ein bisschen ab heute. Okay. Die Tagline von der Company, die ich mir überlegt habe, die dieses Problem lösen wird, lautet: We fly your shit away. Nee. Und We fly your shit away. Ist eine Drohnen-Company, okay? Also den Hund einfach, lass nicht reden, wie ich den Hund gemalt habe, besser wird's nicht mehr, okay? Er hat immerhin viel Leute. Junge. Ey, aber im Grunde genommen sind es einfach Drohnen, die sind immer so ready bei so Parks und sowas. Okay, die sieht Fog, da muss ein Hund, muss sein großes Geschäft verrichten, die Drohne fliegt runter mit so einem Auffangblech, nimmt's auf, fliegt weg. Du merkst gar nichts davon. Und ihr findet irgendwas Pupo-Drone. Ist die 1, ist noch nicht die 2000. Der Name ist geil. Junge, Pupo-Drone. Ja, die fliegt so zentral und dann zahlst du 10 Euro pro Monat, dann machen die das für dich so. Oha, so, oha, so. Okay. So Netflix, aber es ist für Hundescheiße. Ich glaube, das würde echt jeder machen, der einen Hund hat. Okay, also Freunde, ich hatte tatsächlich auch das Problem, mich ekelt Hundekot, ja? Und da habe ich mir jetzt den guten alten Curved Dog Shit überlegt. Ja? Ich hab Curved verstanden. Ganz, ja, ich grad sagen, ganz okay, Curved Dog Shit geht quasi folgendermaßen, ja. Wenn du ihn nicht siehst, den Code, ist alles im Lot. Okay, und ich dachte mir, das Ganze sieht so aus. Weil wenn man die Scheiße nicht sieht, dann kann man ja auch nicht davor ekeln. Deswegen ist einfach die Perspektive einfach fucking 50 cm nach oben gesetzt. Und man guckt einfach danach gerade aus. Boom, filzt. Kevins Gehirn funktioniert so einfach. Der sieht aus, als würde man so durch die Gegend laufen. So. Und dann brauchen wir dann diese Ihr müsst halt wissen, wir haben so die letzten ein, zwei Wochen immer über diese Gläser geredet, mit denen man so um die Ecke gucken kann. Und Kevins Gehirn so, ey, die könnte ich doch jetzt benutzen. Ja, Bro, genau das dachte ich mir. Holy shit, woher weißt du? Nice, ja. Aber nice. Ja, investiert bei den Erfindungen in den Curve the Dog Shit. Right. Okay. Mhm. Danke fürs Zuhören, vielen Dank. Okay. Danke. Hätte ich besser gefunden.
Ihr kennt es! Jetzt kommt's, Digga. Freunde, mich ekelt Hundekot. Es ist was Negatives in unserer Gesellschaft. Etwas, was wir in unserer Welt nicht brauchen. Und wie oft haben wir das, dass wir das Negative einfach nur wegbewegen wollen. Es soll weg sein und alle Probleme sollen sich in Staub auflösen. Ich sag euch eine Sache. Wir nehmen das Positive aus dem Hundekot raus. Und ich sag euch eine Sache. Man muss an die Frage rangehen. Wer hat was von Hundekot? Wer mag denn Hundekot eigentlich? In welcher Form könnte man Hundekot viel mehr genießen als ein Mensch? Ganz simple Sache. Und zwar als eine Fliege. Fliegen lieben Hundekot. Dementsprechend, ganz einfache Verwandlung, als Mensch wird man zu einer Fliege. Und zwar ganz simpel mit dem neuen Produkt. Wer will das freiwillig erklären? Und zwar, der Fliegenwechsler lässt dich einfach ganz entspannt vom Menschen zur Fliege werden. Und ich sag dir ganz einfach, du machst dabei die Fliege. Oh, yeah. Der Slow, Digga, Massi. Junge, Digga, Massi, Alter. Massi ist immer zwischen 14 und 40, einfach. Ich lieb's. Oh, stark. Okay, jetzt kommt meins. Oh mein Gott, das ist so pain, das ist so dumm. Okay, Alt. Wir fangen an. Selbstproblemieren mit ekel Hundekot. Ich hab vergessen, was der Titel war. Ah, okay, Titel war, warte es nicht selber. Geh doch einfach weg. Es ist ganz simpel. Lauf einfach weg, dann ekelt sich nicht. Und die Tagline ist: Schau nicht hin, dann ekelt sich auch einfach nicht. Das war's. So huge, so smart. Digga, das ist so geil. So bad, Digga. Das Beste kommt zum Schluss. Ich präsentiere euch was Feines. Wir haben nämlich ein Problem, ne? Das Problem ist da. Das ist so schlecht. Mich ekelt Hundekot. Ist Wahnsinn. Da finden wir natürlich eine Lösung drin. Also, habe ich was erfunden. Der Kackeschieber. Ihr fragt euch, was heißt das? Oh nee, Digga. Ich kann mir gar nichts vorstellen. Simpel, ne? Im Schwabenland habe ich es gelernt. Hier haben wir nämlich die Räumfahrzeuge, die klassischen. Schrauben wir einfach vorne an unseren Nike-Sneaker dran und schieben die Scheiße vor uns weg. Ja. Decker lautet, mach's wie immer, schieb die Scheiße auf und räum sie aus dem Weg. Zack, Problem gelöst. Was, wenn ich keine Nikes habe? Nimmst du irgendwelche anderen Schuhe, Danny? For fuck's sake. Gute Frage, ja, aber. Gute Frage. Schlechte Präsentation von Helge hier. Heavy! Okay, Funding. Oh, ich brauche auf eine Pizza. Oh, ich noch essen! Hey. Da kriegt ihr mein Cash. Oh, okay, das ist schwierig jetzt. Okay. Ja, machen wir so. Okay. Meine Investments getätigt. No hurry, but that's half your time. Ich bin einfach so smart, dass ich immer nur das halbe Essen esse, dann habe ich noch mehr. Ich habe mir eine Burrito Bowl bestellt, also es ist halt wie ein Burrito, nur ohne das drumherum. Ist ja geil mit schwarzem Bohnen, Avocado-Creme, Salat, Hähnchen. Hört sich immer noch Baba an? Nailed it. Oh. Stark. Hab ich mir earned. Ja. Stark, Danny. Naja. Ey, wie so leckt es bei euch auch? Ja, es ja, ist ein bisschen. Ich muss Kevin mal reinschieben. Kevin, tapp mal rein hier. Oh, was? Falls du irgendwie rausgetappt hast. Ah, ja, ja. Mhm. Oh, okay, gut zu wissen. Okay. Sorry, das wusste ich nicht. Ah, ist viel besser, viel besser. My bad. Alles gut. Oh! Wow. Junge, holy shit! Oh, war der gut. Krank! Da war ich drin, Junge. Reese sollte ein Actual Startup machen. Nee, nee. Let's go! Was? Glaub mir mal. Jungs, wir hier. Köpfe Dosche war übel stark. What fuck? Sorry, Charlie. Ja. That's it. BTF? Okay, war die letzte. Congrats, Bro. Ey, 12k ist, glaube ich, ganz groß. Ich glaube, 12k ist actually Rekord. Das ja. Oh. Also unter unserer Gruppe auf jeden Fall ist Rekord. Mhm. Weil wir auch alle einfach dumm sind wie Sau und ja, Dominik. Das war einfach, ich war halt so mittelmäßig und das war beleidigt. Er war Aufwärmrunde, war Aufwärmrunde, Jungs. Wollt ihr eine Quiplash oder sollen wir noch eine Runde von dem? Lass noch eine Runde von dem machen. Ja, noch eine Runde. Was denken die anderen?
Ja, oder wir können auch Quiplash sonst. Okay. Ich glaube, ich hätte mehr Bock auf Quiplash, aber wir haben ja Zeit, wir können das ja immer noch machen. Hm. Wir können doch noch irgendwas ganz anderes spielen. Alles klar, Kevin, ab 100 Gramm ist undeutlich. Wir können auch was ganz anderes spielen. Von den Jackbox-Sachen. Was gibt es denn noch? Ja, was haben wir denn da im Angebot? Okay, warte, ich schau kurz. Das Ding ist halt, ich muss halt davon die deutsche Version haben und da gibt's nicht alle Games, wisst ihr? Quiplash finde ich eigentlich auch ganz funny, muss ich sagen. Quiplash kenne ich gar nicht. Classic Quiplash. Okay. Die Bucke ist Killer. Na, finde ich auch. Ey, sorry, Google ist gerade irgendwie down. Keine Ahnung, was da abgeht. Google. Hör mal, ich will mal Google. Ist das Copyrighted Music da in der Lobby gerade? Ja. Nein. Machen die mal lieber aus. Ah, okay. Additional Engineering. Split the Room hätten wir noch. Split the Room hätten wir noch hier. In dem. Was ist das? Was ist? Wollen wir es einfach mal ausprobieren? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da muss man mit Absicht irgendwie versuchen. 50-50 zu bekommen. Ja, irgendwie sowas. Okay. Lass mal tryen. Ja, wir können es mal tryen. So, ich glaube, das war shit, to be honest, aber wir tryen es einfach mal. Ist ein neuer Code. Sehr laggy auch gerade. Ey, bin ich reingetippt. Super laggy, guys. It's super laggy for me. Very, very lag. Oh. Wird jetzt mein Internet auch shit, na schon. It's pretty laggy today. Ja, dann stell nicht auf hohe Quali. Ah, true, das ist smart. Problems again. It's pretty laggy today. Okay, neuer Code ist gleich da. Oh. Also, da ist eine große, bös guckende Katze auf dem Screen. Okay. Soweit, so gut. Nanananlina, there used to be ne. Weil Henke sieht es einfach aus wie Bordelle Fields. Sit back and relax, da war ich schon mein ganzes Leben lang. Bro, jemand hat mir gerade donated und meinte, dass Henkes Setup aussieht wie ein Bordell. Es ist ein Bordell. Ein Bordell nur ohne Frauen. Ey Henke, das ist ja so chillig, wenn du ein Bordell hättest bei dir so als Nebengewerbe. Ja. Schau dir mal Spiel des Spiels an. Hinter der Mauer. Aber so verschwinden hinter dieser Mauer einfach so Leute und kommen dann nachher wieder so. Deutsch, das ja, ist so ein Harem hinter der Mauer. Drei Leute fehlen noch. So alte Leute mit dem Handtuch. Ach so, dicke alte Go. Männer. Tuna. Sauna-Club. Schöner Sauna-Club. Nimm mir noch einen Kaffee, ne? Join the party. Du, Viertelstunde ist vorbei jetzt hier, ne? Schau dir mal Spiel des Lebens 2 an auf Steam. Musst du auf Englisch suchen, aber das ist ein deutsches Game. Ich glaube, das habe ich schon mit Basti gespielt. Oder wir wollten spielen, na schon. There's room for more. Da hab ich immer so eine Wäsche. Oh, Kevin und Lina. They used to win. Ey, Basti. Wir müssen mal Spiel des Lebens spielen. Es gibt einen zweiten Teil inzwischen. Hast du den schon mal gespielt? Nee, aber Chat meinte gerade, dass es cool ist. Müssen wir machen. Wir haben nur den ersten Teil mit. Nein, alle sind drin. Wir machen Go, ja? Ich hab keine Ahnung, was es ist. Okay. Na warte, ich mach nochmal weg. Miau. Do not be startled. I am here to guide you as we explore the deepest recesses of your mind. Yalla. You will build strange and complex worlds using only your imagination and your thumbs. A hypothetical situation missing one key part will be transmitted to your device. Unrechts ist der Code. Der passt. Der hat auch noch ein bisschen Schoki vom Arschessen im Mund. 15-second videos of this. They are not skippable. Is life better? There are infinite possibilities you could write in to complete this scenario. Choose wisely, though, because everybody else will then answer yes or no. And you will earn more points if you split the room. Fitting name, huh? For those of you in the audience, you'll be competing as one player. Your answers will be determined by a majority vote. Yes, even in a nebulous void, democracy is important. At the end of the game, the person who creates the most divisive dimensions will win. Got it? Good. Also wir müssen eine kontroverse Sache machen, wo es wirklich 50-50 ist. So was wie... Man muss es forcen, dass die Antworten uns jetzt beides beeinhalten können. Ja. Ah, ja. Not a lot going on there. Now prepare to split the room. Okay. Alright. Boah, so creepy, ey, ich hab so Angst. Ich hab so Angst, ey. Mach die Maus gar nicht. Wenn. Junge, was ist das für eine Frage? Was für eine Frage? Antwort, Ding, Gedöns.
Oh. Aber wir haben jetzt eine Minute Zeit noch, ja? Also. Oh, es ist schwierig. Meine Antwort war Gold wert. Wenn die nicht gewinnt, bin ich traurig. Same. Aber meine war wirklich fucking Gold wert. Die Zeit ist gleich vorbei. Ah ne, nevermind, sorry, die Battle. Muss man nur eins machen oder zwei? Eins. Eins. Ich hab meins reingebracht. Tot. Das ist ultra schwer. Feier die drei Treppenstufen bei Reefed. Also bei mir war es absolut einfach. Ich glaube, noch nie so eine Frage. Nachricht. Ich hätte, das mit dem Baldell passt, der hat auch noch ein bisschen Schoki vom Arsch essen im Mundwinkel. Bro. Ja, wieso haben die. Katzen haben doch nicht vorne so Zähne, oder? Doch. Doch, WTF. Aber so wie der? Das ist ein Bär. Ja, nee, nicht so genau wie die, aber halt, die siehst du halt nicht aus, die zeigen halt Zahnfleisch hoch. Das ist ein Eisbär. Haben die wie so ein Vampir, oder wie? Anders als man das gesehen. Ich gucke halt da nicht die Zähne an, normalerweise. Ja, die sind nicht so. Warte mal. Was hat sie mir gesagt? Wann redest du das letzte Mal Pussy gesehen? Ja. Ach so. DNA, okay. Ja. Ach so, ja, dann gestern. Da guck ich auch nicht die Zähne. Without an official document, they'll get an F. Okay, was? Dein Kind bekam als Hausaufgabe einen Bericht über seinen Stammbaum zu schreiben. Du hast eine DNA-Forschung durchführen lassen und entdeckst, dass dein Kind wurde von deinem Nachbar gezeugt. Ohne ein offizielles Dokument bekommt dein Kind ein nicht genügend. Lässt du die Ergebnisse in der Klasse präsentieren? Warte, was ist das? Verstehe ich nicht. Naja. Also. Ja, okay. Achso. Können wir jetzt irgendwo abstimmen oder nee? Dein Kind muss Referat machen über DNA und dann stellt sich raus. Ja, komm, fuck it. Ich mach einfach auf Glück, ich hab's nicht verstanden. Jeglichen Willen verloren. Perfekt, holy shit. Oh, holy shit. Sabine. Das war so eine lange Frage, hat ihr alles so lange Fragen? Sabine, ich sag ganz ehrlich, ich dachte, es ist von Danny. Nein, ich hab's falsch geschrieben, aber ich konnte nicht schlecht. Das war so eine typische Danny-Antwort. Jetzt glaube ich, kommt's. Whenever you climax during sex, you can't control yourself from shouting this. Repeatedly for 10 seconds, your partner is going to 10 Sekunden you lang. Mask to muffle the Porchamp! Imagine so, Digga. Trägst du eine Maske, wenn Schredder zu geil. Gutes Szenario. Wenn man dich einfach nicht mehr hört, so, oder? Wenn du dich das ist ein Szenario aus dem Leben gegriffen. Aber mit der Maske hört man das doch trotzdem, oder hört man zu der Maske dann gar nicht. Man kommt so und schreit einfach Pogchamp, Diggas. Holy shit. Actually nice. Caruso, actually. Ja, das ist Caruso, Bro. Not so Pogchamp. Das sagt sie dann. Oh, das wäre bitter. Das ist halt so cringe. Sie sagt so, weiß ich, Fies Batman Sergeant oder so. Serge. Oder sie sagt so, Kappa. Kappi, Digga. Hey, Digga, normal ist jetzt nicht, juckt doch mich nicht. Ich hab Nein gemacht, Digga. Ist doch geil, wenn man Pogchamp schreit. Ja, safe. Ja, feast your eyes on. King shit. Sonst Frage. Thanks, you, are you okay? A famous graffiti artist covers the front of your house with images of this. Suddenly, the value of your home increases by 10%. Was, Digga? Was ist Montes Fahrer-Lackierkünste? Ist das ein Meme? Hab ich das verpasst? Ich hab's auch verpasst, das Meme. Das ist safe von Henke, weil Henke ist der Einzige von uns, der so viel Monte guckt, Bro. Kennt ihr das Meme nicht? Nein. Niemand kennt das, Henke. Sagt immer, wenn er sprühen geht, dass er Fahrräder lackiert. Ja, Comedy-Gott. Muss man bei gewesen sein. Ja, Digga. Das ist so, als hättest du so einen Witz erzählt, der gestern cool war, in der Gruppe. Weißt du, was ich meine? So ein Moment-Ding. Und du erzählst ihn jetzt. Und dann habt ihr gesehen, ihr könnt, nachdem ihr gevotet habt, auch noch Daumen hoch oder runter geben. Ja, für Szenario. Wie dieses Szenario. Da hab ich erstmal Daumen nach unten gegeben. Ich hab ihn geschluckt. Henke, nicht sterben, Bro. Ist alles gut, Bruder? Ja. Nochmal extra. Ich hasse das, wenn man sich verschluckt. The Holiday Bug.
Ich kann Menschen, die sich verschlucken, nicht ernst nehmen. Wenn ich mit Reden schlafe. Oh nein. Also, ich will's mal vorlesen, ja. Der neueste Renner im Weihnachtsgeschäft ist ein niedlicher Roboter-Otter, der programmiert wurde, um deine Hand zu halten und nette Dinge zu sagen. Bei einem Fehler in der Software, der alle 100.000 Mal auftritt, flüstert es dir, oh, Pokémon, my Queen, zu. Du bist der Chef der Firma. Lässt du eine Rückrufaktion veranlassen? Definitiv. Ich beantworte die Frage nicht. Ein Roboter-Otter ist einfach das Beste, was ich mir vorstellen kann. Safe. Die Fragen sind so lange. Es ist halt echt ein bisschen zu lange, ich hoffe, zu sagen. Es ist echt ein richtiges Buch. Wer kann überhaupt lesen in 2001? Ich finde das Spiel voll scheiße. Ich schwöre, Junge, wenn ich vorlesen lassen tut. Henke, du findest das Spiel scheiße, weil deine Frage scheiße war. Wer ja, den vorlesen scheiße lassen tut. Was? Guck mal, ich versuche immer noch zu machen irgendwie. Oh mein Gott, WTF. Ey, meins ist eine richtige Scheißantwort, ne? Mouth to mouth. Ui. A fellow passenger on a bus requires mouth-to-mouth resuscitation and you have CPR training. However, this person appears to have this. Das ist stark, das ist übel stark. Aber es ist ein guter Ansatz an sich. Ich find's richtig stark. Das ist die beste Arme bis jetzt. Self-Con. Wollen wir mal kurz laut vorlesen oder wie machen wir das mit dem Lesen eigentlich? Kevin, du bist der Leser. Komm. Okay. Ein Fahrgast im Bus benötigt eine Mund-zu-Mund-Beatmung und du hast ein Herz-Lungen-Wiederbelebungstraining abgeschlossen. Allerdings hat diese Person Oliven statt des Mundes. Okay. Das ist so smart. Soll ich es einfach immer wieder vorlesen, wenn wir es haben? Dann lese ich es einfach immer vor. Okay. Ja, mach das. Du kannst so gut lesen, Kevin. Ja, weiß ich nicht. Ich habe eine klare Selbstschuld-Variante hier. Sag mal. Als hättest du fast einen Podcast, könnte man denken, so vom Reden her, du machst echt gut, Mann. Ich oder Henke? Oh. Du bist doch der Leser. Oh, Junge, huge! Von Basti? Ob wir den nicht retten von Reese! Boah, der stark! Einfach mal retten lassen. So lieber einen Menschen sterben lassen, bevor ich eine Olive esse. Junge, scheiß auf den, Digga. Soll er halt sterben, Bruder. Das ist selber schön, wenn er Oliven als Mund hat. Ja, eben, sein Problem. Okay, es ist ein glühend heißer Tag und du bist seit 4 Stunden einen Hügel hinaufgewandert. Auf dem Gipfel ist ein Schwimmbad. Jedoch schwimmt in der Mitte des Beckens ein Wildschwein. Nimmst du ein Bad? Ich mit dem Schwimmbad? Sind die aggressiv? Ja, ne? Ein Wildschwein. Ich meine, was will er im Wasser tun? Erklär mir. Ja, die sind nicht so aggressiv, wenn sag mir, was will er im Wasser tun? Ja, Junge. Danny, Alter. Das ergibt doch keinen Sinn. Der kann dem Wasser nicht hinterher rennen. Da ist nicht schneller im Schwimmen als du selber. Warum hat man da nicht einfach ein Hai hingeschrieben? Ja, eben. Ja, Lina. Als ob irgendjemand bei einem Hai reingehen würde. Ja. So, yo, safe. Da würden Leute, die Kinder beatmen, wenn die Oliven gegessen haben. Aber im Wasser ist eine Steckdose. Gehst du rein? Safe rein. Also ein Wildschwein? Safe. Es war so bad. Bei mir ist kein Tier eingefallen, wovor man irgendwie so ein bisschen Angst hat, aber auch, was man halt nicht unbedingt, also was einen nicht so sehr juckt im Schwimmbad. Ein Biber. True. Na, wer geht denn, also... Okay, du kämpfst in einem Boxkampf, bei dem ein 10.000 Euro Preisgeld winkt. Du bist nur noch einen kleinen Schritt vom Sieg entfernt. Doch dann flüstert dir dein Gegner, ich brauche das Geld für Insulin ins Ohr. Oh nein. Lässt du ihn gewinnen? Oh, das ist stark. Ich hab Ohren von diesem Outro-Song von dem Game davor. Also, für mich ist die Antwort klar. Ganz klare Antwort. Ich kann sie auch erklären. Ich weiß nicht, was Insulin ist. Danny, nee. Danny, Google, Danny, schreibt jemand wichtiges, da. Wichtiges Medikament aber. Oh mein Gott. Ich kannst du ersetzen dabei. Nö. Sag doch laut. Junge, was? Was sind die für Hunde? Na, fuck. Es könnte einfach eine Lüge sein. Ich würde es so machen. Ich habe 3 Kinder und ich brauche essen. Ich würde dem dann das Preisgeld geben, damit er sich Insulin koppen kann. Weil dann habe ich die Ehre, dass ich gewonnen habe und muss mir dann im Nachhinein sagen lassen, dass Zuckerkranker mich verprügelt hat. Okay. Es gibt eine Pille, die bewirkt, dich wahnsinnig attraktiv zu machen. Aber sie wird deine Stimme wie Autotune klingen lassen. Du bist dabei, zu deinem 20-jährigen Klassentreffen zu gehen. Nimmst du eine?
Digga, holy shit. Eine UFO-Pille. Ey, das Game ist eigentlich ganz nice, wenn es einer vorliest, glaube ich. Ich glaube, das ist dann ja nicht so. Wir sind irgendwie so ein bisschen an... Freunde, ich hab... Lass mal noch eine Runde. Ich würde noch eine Runde tryen eigentlich. Ja, ich würde auch noch eine Runde tryen wollen. Freunde, ich weiß nicht, was es ist, was... A lot of people. Hey. Junge, ey, imagine bei Danny dann, Alter, Autotune, Junge. Das war so, oi, bro! Oi, bro, bye! Wow. Junge, aber das war trotzdem funny. Not really split the room, though. F. 6-1. Na, immerhin. Wie awkward ist es, weil Werner jeder wüsste, dass du diese Pille genommen hast. Werner, meine Punkte? So jeder im Raum hat sie genommen. Junge, Reese hat den größten, holy shit! Travis Scott-Konzert dann quasi. Ja. Oh nein, spooky! Aber warum haben sie das Game jetzt so auf so ein Horror-Ding-Setting gemacht? Weiß ich nicht. Lass mal ruhig sein, ruhig! Remember, you want to make it as hard of a choice as possible. Oh, and if you correctly predict a certain player's decision, you'll earn some bonus points. Let's begin. Okay, also es gibt jetzt zwei Antworten. Einmal die Antwort von dem Game und einmal unsere Antwort quasi. Ja, und wir können raten, okay, was die anderen gewählt haben. Ich verstehe meinen Satz nicht. Oh, ich musste wählen, welches der Antworten Henke wählt. Ich musste von einer bestimmten Antwort wählen. Henke, lass mich nicht im Stich. Oh, ich muss von dir wählen, Kevin. Henke, lass mich nicht im Stich, Junge. Hey, bei mir steht das nicht. Das ist nachdem du die Antwort gemacht hast. Ach so. Lass mich nicht im Stich, Bruder. Oh. Oder diese Katzenkultur. Oh, Toni, ich muss deine Antwort wählen. Bitte lass mich wirklich nicht im Stich, Toni. No. Was ist aber cool, na. Ich find's eigentlich nicht so bad, Re-Rap. Das Game ist nicht so bad. Ja, aber es ist echt nice. Das ist halt viel zu leer. Boah, Leute, guck mal, der Lass. Von der Scott. Du bist beim 30. Kilometer eines Marathons. Als Freiwillige dir Becher mit Flüssigkeiten hinhalten anstelle von Wasser, haben sie aber nur eine würzige Bloody Mary Mischung oder... Verarschen? Wer hat das gemacht? Hä? Oder Pokis Badewasser. Was nehmt ihr? Oh. Oh. Okay. Hey, man musste voll schnell drücken, kann das sein? Ja, übel. Bin ich der Einzige, der Pokis Badewasser genommen hat? Jetzt ist es weird. Toni, du hättest es nehmen müssen. Jetzt ist es weird, Bro. Will. Jungs, es ich war nicht, ich konnte nicht drücken. Es war obvious für Gag. Es war für Gag-Chat. Alright. Oh, show, dude. Oh, shit. Hä? Ja, aber man kann es ja ganz einfach manipulieren, ja, so, ne? Warum? Also man kann ja, ja forcieren, dass die anderen nicht... Das ist ja das Game, dass du willst, dass es halt 50-50 ist. Warst du nicht so? Ja. Kein Alkohol. Was für Wodka? Bruder, Bloody Mary ist trotzdem Alkohol, ne? Ist dir bewusst? Never mind. Ey, Jungs, aber. Oh mein Gott, los, Basti, Digga. Wieso kommt gerade mehrmals die gleiche Frage? Das check ich nicht. Ja, irgendwie ist es. Ich glaube, drei Leute hatten die gleiche Frage und vier andere hatten die auch die gleiche Frage. Aha, okay. Ich hatte eine andere Frage zum Beispiel. Junge, Henke. No bonus points for you. Ich hab kein Level up, Bro, eklig. Ich hab's einmal auf der Twitch-Con getrunken. Nie wieder. Okay, jetzt rechnen wir jetzt ganz doch. Okay, du bist auf einem Protest für Umweltschutz, jedoch musst du ein Schild tragen, auf dem entweder steht Scheiß Wale oder.
Digga, hä? Mann, klar! Klar! Aber so kriegt man doch kein 50-50. Chat, das ist meins und ich habe darauf gewettet, dass Henke Merkel noch Shisha aufsagt. Easy Points. Junge, so easy. Ich habe aber die extra Points. Ich wusste, dass Henke das nimmt. Ich würde es wirklich machen. So. Aber du willst easy money, dude. Rein. Rein in mein Maul, Digga. Zack. BTF, Alter. Ich sitze seit 2 Wochen auf. Mehr Öl ins Meer. Das was für Öl. Rein in mein Fickmaul. Hammer. Sag mal, Kevin, was redest du? Oha, gute Füße. Junge, huge. Oha, Reese! What the fuck? Ich wusste, er nimmt so. Easy. Digga, Rezo, wir sind so close einfach. Ich habe bei dir einfach den kürzeren Satz genommen, weil ich wusste, du hast keine Lust zu lesen. Bro, kritisch. Wer hat das Rechte genommen, Jungs? Safe Hack, jemand hat genau wie so. Tust du. Oh mein Gott. Kritisch. Kritisch, Digga. Let's switch things up. Ihr wollt es nur nicht wählen, aber ist doch besser als scheinbar. Okay, du richtest deine Smartwatch ein. Du kannst zwischen zwei Funktionen wählen. Die eine sagt dir, was die Menschen in deiner Nähe denken. Die andere sagt dir. Which smartwatch feature do you pick? Ich warte nur. Was? Was? Ich hab gar nichts verstanden. Armin ist aber actually teilweise, wenn man so im Sommer ist und richtig lange überlegt. Ja. Das ist Zeit sparen. Es ist Todis. Safe call. Nein. Es ist Audi. Nee, von wem ist es? Ist vom Chat. Aber deswegen war es so scheiße. Ja. Oh, wie viele Minuten du noch lebst, Herr Strange. Danke, Kevin, dass du direkt gedacht hast, was scheiße ist. Es ist von Toni. Kein Ding. Grüße gehen raus. Aber das splittet, glaube ich. Oh mein Gott, huge! Von wem ist das? Junge, das war smart, das war good shit. Das war good shit. Aber war Basti falsch? Ich dachte, du willst wissen, was die Leute denken, Basti. Nee, das wird mein ganzes Leben halt. Wenn du das immer weißt, dann macht es halt voll wuschig. Aber wer will wissen, wann man stirbt? Ja, lieber das als. Ja, lieber das als. Junge! Immer die Gedanken von den anderen hören. Reese hat immer noch den längsten. What the fuck? Wenn du weißt, wenn du stirbst, dann ändert sich das ja nicht wirklich. Ja, wenn du weißt, dass es 80 Jahre sind oder so, dann hast du ja. So weird. Die meisten Likes in die Audience bekommen. Okay, cool. Ja, viel zu schade. Oh. Ey, ich würde gerne noch eine Runde spielen. Re-Rap. Ja, mach noch eine Runde. Ja, lass noch mal machen. Oh je. Man muss halt in eine ganz andere Denkweise so denken. Ja. Aber da ist das andere Jackbox doch besser, oder nicht? Das Quiplash, weil die sind nicht so lang, die Fragen. Können wir auch machen. Wir können auch im Endeffekt ist es ja 1-1 dasselbe Game, nur mit nicht so langen Fragen. Nee, man muss hier 50-50 erzeugen. Ah, stimmt. Bei dem anderen muss man gucken, dass alle einen voten. Ja, lass eine Runde spielen und danach spielen wir Quiplash. Ja, easy. Du kannst ja skippen, wenn du möchtest. Ja, hab ich ja gemacht. Ja, die Katze redet mir zu viel. Junge, der sieht aus wie so ein Bösewicht aus Kim Possible oder so. Oh mein Gott, true. Ja, so einer von den Dummen, der was verliert. Split the room, Kim, yo. Reach me if you wanna keep me. Okay. Gonna get lazy. Oh mein Gott. Immer gutes Zeichen, wenn man schon so am Lachen ist. Mhm. Ich kenne diesen Hans Entertainment-Moment, wo man einfach ins Sub-Mode geht. Yo, weil ich kenne ihn. Sub. Henke, ich muss wieder muten. Entschuldigung. Das war Respekt, bis Danny zu beleid. Danke schön, Herr. Jetzt heißt du mute, Danny? Ja, jetzt. Okay, gemutet. Der nächste gemutet. Pull, cool, bauen oder not. Follow for the squad. Danny? Ey, ist das nicht ein Twitchy-Mode sogar? Diese eine Katze gerade? Ich glaube, die sieht anders aus. Kam mir jetzt nicht bekannt vor. Wir warten hier noch auf die Antwort von Toni.
Ja, ja. Also, es ist nicht Cool Cat, obvious, aber ich glaube, es gibt jetzt die Mode. Junge, wie lange habe ich Cool Cat nicht gesehen? Cool Cat. Ey, können wir ein paar PG Swords im Chat sehen von Basti? Okay. Okay, nach 3 Jahren Ehe verrät dir dein Ehepartner, ein Geheimagent zu sein. Die Mission, er sie wurde beauftragt, Mäuse zu beseitigen. Bleibst du bei ihm? Oder ihr halt, wir sind in 2021. So sieht's aus, Kevin, sehr gut. Sabine würde quitten. Wer weiß. Leute, ich bin so süchtig nach Reiswaffeln geworden. Bro, aber bitte sag mir, du isst die mit der Schokolade drauf. Hab ich auch, aber ich hab auch die normalen. Ach, Loser, die mit der Schokolade drauf sind krank. Das ist die von der Schokolade. Ja, ich esse die doch auch, entspann dich doch mal. Ja, ist mehr davon, WTF. Ja, Bruder, kannst du die, ich kann doch nicht nur die Schokolade. Doch, über cringe. Ja, okay, kann ich echt. Oha. Okay, tut mir leid, Mäuse-Liebhaber. Stark, Basti, stark. Mann, hätte ich Ratten nehmen sollen? Ach, scheiße. This one's called. Grit your teeth and bear. Der Zahnarzt. Der Zahnarzt. No. Dein Gebiss ist voller Löcher. Der Zahnarzt wird alle deine Zähne ziehen. Es sei denn, du putzt sie 2x täglich mit Paprikasaft anstelle von Zahnpasta. Widerlich, Digga. Gerade gesagt, widerlich, um zu manipulieren, Kevin. Das ist ja deine Frage. Nee, ist nicht meine. Ich sag ehrlich, im Zweifel so. Schlimmer kann's ewig werden. Junge, für Kevin ist erstmal schwierig, 2x die Zähne putzen am Tag. Ja, Digga, einmal, oh. Einmal schon. Oh. Du weißt genau, dass sie wahr ist. Guck dich den Baum an, ist viel unsicher als mit Danny. Wow, 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 wow. Du und dein bester Freund werden von einem primitiven Stamm gefangen genommen und von diesem zum Zweikampf gezwungen. Ihr werdet euch mit Holzkeulen bekämpfen. Der Verlierer wird mit heftigen Schlägen bestraft. Lässt du deinen besten Freund gewinnen? Digga. Mit heftig. Junge, das könnte so ein Mäus-Format sein, einfach. Digga. True. Stark, das ist immer gut. Warte, ich habe meine Antwort vergessen. Was hab ich beantwortet? Was? Was? Danny sucht noch eine Lösung für sein Problem. Ja, Danny macht gerade eine Erfindung, Digga. Lost. Danny ist in einer ganz anderen Lobby so. Er spielt so mit so Randoms. Lacht einfach immer so an Momenten, wo eigentlich gar nichts passiert. Oh. Ja. Oh. Ja, das war stark. Huge. Der war sehr, sehr stark, Sabine. Ja. Nice. Porsche, bro. Als ob ich den gewinnen lasse. Here's one I like to call. Congratulations. Beglückwünschungen. Aha. Das Kind, das du in den letzten 3 Jahren unterrichtet hast, schließt das College mit Auszeichnung ab. Mit Tränen in den Augen bittet es dich, der Zeremonie beizuwohnen. Bedauerlicherweise musst du immer, wenn du ein Lufthorn hörst, ungewollt aktiv, Digga, sagen. Erscheinst du? Geil. Da steht nichts an. Ich hab's vorgelesen. Achso. Ja. Tja, von wem wird das wohl sein, ne? Dass er das einfach mit vorlesen kann, ist ja komisch. Also. Antwort ist für mich klar. So satisfying, wie diese Wand da so wegfährt. Keine Ahnung. Ja. Fühle ich übel. Was hat dieses Lufthorn damit zu tun? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, actually. Ach man. Warum macht ihr den, okay. Bruder? Naja, wohl 300 Punkte sind saftig, nämlich. And now, be careful what they wish for. Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht. Du und dein bester Freund erweckt einen Flaschengeist. Ihr erhaltet jeweils einen Wunsch. Dein Kumpel spielt dir einen Streich und wünscht sich, dass dein Fuß durch einen Tentakel ersetzt wird. Nutzt du denn einen Wunsch, um es rückgängig zu machen? Oh. Boah, das ist stark. Einfach da die Justus zu helfen. Was ist das für ein bester Freund? Boah, das ist tricky.
Wäre ein gutes YouTube-Video. Actually gut. Junge, das wäre ein richtig gutes Vlog. 24 Stunden Tentakel. Tentakel. 24 Stunden Tentakel statt Fuß. Ja. Man muss nie wieder Tinte kaufen. Kayo würde lassen, true. Kayo würde sich wünschen, dass der zweite Fuß auch noch ein Tentakel wäre. Alles, auch Arme. Oha. Junge, huge. Das war stark, stark, stark. Good shit, Bro. Ich würde mir mehrere Wünsche wünschen und dann einfach einmal weg. Ich habe auch überlegt, ob man den pullen kann. Ich würde mir einfach mehr Wünsche wünschen, Digga. Einfach Genie gedribbelt. Du bist bei deiner Abschlussfeier schwer gestürzt, wenn du aufstehst, dein eigenes Gesicht ohrfeigst und Algengrütze rufst. Besteht eine 90%ige Chance, die Erinnerungen der Anwesenden zu löschen. Schlägst du die Erinnerungen weg? Algengrütze. Oh mein Gott. 90% sind halt schon hart. Ich merke, das klappt einfach nicht, halt nicht alle für bekloppt. Algengrütze. Würdet ihr das essen? Safe, oder? Was ist Algengrütze? SpongeBob-Ausruf? So. Ich hab heute Algensalat gegessen. Was, du meinst? Das Scheibenkleister von SpongeBob? Hey, guck mal, wenn ihr Sushi bestellt, diesen Algensalat, der ist doch nice. Ja, das ist aber nicht Algengrütze, Digga. Ja, aber wenn du daraus eine Grütze machst, wird doch lecker. Übel widerlich, Digga. Ja, was ist denn daran schlimm, wenn die sehen, dass du hinfällst? Also lach dich dann aus, wenn okay, du also okay, Basti, Digga. Die mobben dich dann. Junge, Basti, während der Schulzeit wäre das so 3 Jahre lang Thema gewesen. Weißt du noch, was dir hingefallen ist? Basti saß neben uns hinten im Bus bei den coolen Kids. Ich spreche mit dem Bein, wahrscheinlich lachen die mich so aus. Ey, die coolen Kids im Chat, yo. Deine neue intelligente Türklingel erkennt, welche Person vor der Tür steht und was ihm gerade durch den Kopf geht. Eines Tages steht ein Postbote vor der Tür und überlegt, shit, hab meine Shorts drinnen liegen lassen. Nachricht ist zu seinem Chef. Was? Das macht gar keinen Sinn, oder bin ich dumm? Naja, vielleicht ein Postauto. Bro, ich geht's nicht. Weil er die Frau gebankt hat. Ja, ich hab's ja nicht wieder. Oh mein Gott. Das ist das Klischee von dem Postboden. Weißt du nicht, was auf der Postboden? Also nicht die Postboden in Berlin. Hä? Kennt ihr das nicht? Also die Postboden in Berlin willst du nicht bumsen, Alter. Oh mein Gott, ich hab so einen grenzwertigen Ding. Da kannst du so froh sein, wenn die überhaupt ankommen. Und dein Paket. Die bumsen dein Paket, das ist das Einzige, was passiert. Ey, aber ist durchgegangen. Das ist doch dieses Klischee-Ding mit Kind vom Postboden. Ass. Hä? Toni? Toni. Ich weiß nicht, was für Kreisen du dich rumtreibst, aber okay. Doch, man kennt das. Oh mein Gott. Weltenstream. Es gibt eine neue Musik-App, die dir Zugriff auf alle je gemachten Aufnahmen gibt. Um einen Account anzulegen, musst du eine Aufzeichnung von dir im GHG-Merch-Tanker uploaden. Es wird mit deinem Namen getaggt und mit jedem User geteilt. Registrierst du dich? Ey, versteht mich nicht falsch, aber ist die neue Musik-App, wo man auf alles zugreifen kann, nicht einfach Spotify? Ja, das sind ja alles drin. Ja. Also auf alle je gemachten Aufnahmen. Also ja, okay. Einfach Aufnahmen, die auch nicht released sind. Also wenn Danny jetzt in sein Handy gefurzt hat, dann zählt das als Aufnahme. Perfekt. Luis hat gerade jemanden geküsst, ich hab's gesehen. Wen denn? Geht aber weg, auch rein, Dominik. Den Chat, I guess. Luis hat gerade jemanden geküsst? Mhm. Das war, glaube ich, seine Mutter. Oh, fuck. Wie wir alle am Essen sind, einfach nur. Rizma, kam deine Mama gerade rein? Ich hab mir eine Cola geholt. Hä? Bin ich? Not bad. Alright, let's go. There will be two options to choose. Digga, wenn ich so Runde in einer Spiel spielen möglich, ich krieg's aus Albträume. You will decide what's behind door number two. Remember, you want to make it as hard of a choice as possible. Okay, das kommt der Bums wieder. Das ist die beste Runde, meiner Meinung. You'll earn some bonus points. Let's begin. Alright, let's go. Write an option that you think only some people would choose. Okay.
Okay. Okay. Ich glaube, meine Antwort ist richtig gut, Digga. Das sind easy 50%. 50-50 wird easy. Kevin, was machst du? Achso, ich habe hier so ein Maßband. Was misst du damit? Ich habe tatsächlich meine Breite gemessen, um meinen Anzug zu bestellen für das Pokémon Opening. Aber ich habe mich vermessen, die Hose ist 2 Nummern zu groß. Imagine, man kann nicht eine Zahl richtig ablesen. Das war übel schwer, Digga. Ich wusste so von der Hose, Digga, ist das so schwer. Ich hab dafür eine halbe Stunde gebraucht. Die Schrittlänge, wie es heißt. Ja, genau. Das war übel schwer. Wie lang ist dein Schritt, Rätsmann? Kurz gefragt. Mein Schritt ist 2,30 Meter. Nein, huge. Wenn das nichts ist. Stell dir vor, du hast so lange Beine und bist wie so ein Stelzenmann dann. Wie die Zirkusmenschen nur halt. Zirkus, ja. Ja. Geil. Er wäre safe, Kugel. Bin willkommen. Gibt es Wort, go! Du bist ein einsamer Mensch, der mitten im Wald lebt, aber eine Fee kann eines deiner leblosen Objekte zum Leben erwecken. Sie kann entweder deine Matratze oder Leben einhauchen. Welches Objekt soll ein fühlendes Wesen werden? Oha, shoot. Wenn Lorito wird dann schlecht, dann ist er wieder einsam. Vor allem, ich will den ja essen, so. Ja, vielleicht, dass true. Er das fühlt, wenn ich ihn esse. Aber jetzt. Ich dachte, dass der da vielleicht cool ist, wenn man mit dem Chip. Matratze oder Schrottkarre? Was? The fuck? Wie bei Cars dann, Digga, mit so Augen. Dieser Abschlepper da. Aber der war actually cool, Einfach Lightning McQueen dann, Alter. Ich hab noch nie gesehen, ey. Der Abschlepper hat mal eine Zahnspange gebraucht. Boah, ich hab nochmal hier Arsch gesaved, Tanke. Oha. You get some bonus points. Oh. What the fuck? That's the easy one, bro. Oh, das ist cool, okay. Schieß mal. Spaiger, Poki Poki. Digga, ich bin so safe. Nice. Aber das könnte auch so ein Killer-Teddy dann werden. Ja, eben, das ist meine Hand. Du hättest Killer-Teddy hinschreiben sollen. Du hättest Killer-Matratze werden. Ja, Junge, die dich flach haben. Hey, laut einem neuen Gesetz muss von jedem heimlich ein Foto für eine Online-Landkarte gemacht werden. Du kannst dich entweder erwischen lassen, wie du ohne Hosen die Post holst, oder bei welcher Situation wirst du lieber erwischt werden? Ohne Hose oder im Yange Alpha-Merch? Wow. Digga. Stark. Save Danny the Hacker, ich call's. Nö. Oha! Toni wieder! Toni, Alter. Toni hat wieder abbekommen. Ohne Hose oder nackt durch die Straßen läufst. Okay, this is safe for Danny. Das ist safe von Danny. Richtiger Danny-Einfall. Ja, warum lieber nur? Boah, Digga, so. Action Snake. So. I don't get it. Ja, true. Ohne Hose oder wie du dein Popel isst. Gut, normaler Livestream. Noch nur ein, Digga? Sogar eins, Alter. Ja. Halbes Catering. Oh. Nein, bloß nicht die Danny. Popel. Danny, als wäre das jetzt so schlimm bei dir. Ich hab noch nie mehr Popel gegessen. Ich hab real noch nie mehr Popel gegessen, ne? Das Stück eines Meteoriten ist in deinem Garten gelandet. Wenn du es berührst, kannst du dir Gedanken von Basti oder lesen. Wessen Gedanken liest du? Von Basti oder von Jizzes? Okay. Das ist meins, Chad. Alle lachen wegen mir. Potscham. Für mich echt, was bei ihm vorgeht. Herr Basti ist irgendwie da reingeraten. Wie hast du gezahlt, Basti? Sag ich nicht.
Let's go! Oha! Let's fucking go! Ach, sie will seine eigene. Ja! Ich wusste, dass das lieber meine eigene als die von Jesus. Kriegt sie gleich einen Koks. Würde mich einfach jucken. Von Basti oder von Kevin? Oh, schwierig. Kann ich dann die ganze Zeit die Gedanken? Oder nur dann shortly? Die ganze Zeit, würde ich sagen. Ja. Oder so langsam. Ja, Junge, huge. Oh, huge, 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 huge. Das wäre echt nicht stark. Als ob meine Gedanken so interessant sind, Jungs. Es geht um Essen und um, weiß ich, masturbieren oder so. Das sind meine Gedanken top. Chillig, Digga, richtig woher. Absolut, letzter. Hey Leute, was ist heute Abend los? Hey, Triple. Junge. Wollen wir noch Monopoly zocken? Shut up, Bro. Der Oligarch, Alter. So, was machen wir jetzt? Quiplash, oder? Okay, Quiplash. Oh mein Gott, die Toni, willst du das hosten? Hast du es? Ich glaube nicht, installiert. Ich glaube, du musst es machen. Ich muss es erst hin. Alright. Wir könnten halt auch mal anderen spielen, ne? Es gibt, es gibt zum Beispiel noch Drawful, das war immer ganz funny. Boah, Drawful müssten wir auch mal spielen. Wir können auch Drawful spielen. Okay, ich weiß nicht mehr genau, was es war und ich muss es erst runterladen. Aber es war immer funny. Ich kann mich daran erinnern, dass ich es immer mit der Community gespielt habe und es war immer Content. Wir haben das mal zusammengespielt. Ja, das war gut, oder Bro? Ich hab das sehr gut in Erinnerung. Ich glaube ja. Ich glaub, war nice. Was war das? Hä? Was hast du eigentlich für eine Lampe da in der Ecke? Sieht übel geil aus bei dir. Ich, das ist so eine Firma, wo ich den Namen nicht weiß, aber wenn du RGB-Standlampe eingibst bei Amazon, dann findest du so eine. Oh. Sabine, sind es die? Mit der? Ey. Jedes Ding hat so eine Werbedienung. Genau die. Henke, du bist so widerlich, was isst du da? So widerlich, Dinger. So ist geil. Hey, aber kaufst du die auch als so Streifen? Ja. Widerlich, ja, Dinger. Die super viele. Hey, Balla ist ja geil. Ist so nee, Picoballa ist so auch so ekelhaft. Sind das diese kleinen Picoballa? Ja, ne? Die sind geisteskrank ekelhaft. Hey, wieso? Das sind doch die Stangen, oder? Übel lecker, ja. Die Stangen, die sind super geil. Ja, aber Picoballa. Die Stangen sind geil, Digga. Die Stangen schmecken noch anders als Picoballa. Das Schwimmbad ist halt krank. Oh, okay, aber ich kenne nur Picoballa. Ich dachte, das ist wie Picoballa. Findest du die hier? Sind die lecker? Ja, Picoballa sind doch nur diese kleinen Tarn. Ja, die sind widerlich. Aber es gibt auch diese Mittellangen. Es gibt auch die so. Ja, und dann diese sind die widerlichsten. Ich finde aber die dicken, die dickeren, die so auf Volksfest gibt, so, die sind nicht so richtig dick. Oh, die so. Die finde ich geil. Boah, am liebsten finde ich so richtig eine schöne Weißwurst geil. Boah, ich mag am liebsten die mit dem, die mit der Orangencreme drin, diese Schokolade. Henke, ich komm rum, wir machen uns ein. Lass mal einen LKW. Perfekt, Digga, ich will kommen, Henke, Dodo Walt, das was kommt jetzt. Ich lösche mich, Chat. Lass uns so schnell überspielen, Niemand hat was gesehen, Niemand hat was gesehen, Chat. Shut up. Und dann sagt die andere Theke, wir haben ja nur noch Pizza. Ja, nee, dann nicht. Wenn wir kommen, gibt es Wodka, wenn wir kommen. Da musst du bist du Opfer tot? Nee. Das dauert vielleicht noch, weißt du? Ich dachte jetzt zu gar nichts. Macht da wer gerade eine Lobby auf, oder? Bock drauf, oder? Ja, ich hab übel Bock wünsch auf dir eigentlich jeden Morgen. Pizza vielleicht. Toni, mit was spielst du da rum? Aber actually schreibt Sabine jeden Morgen, Antonia, ja. Ich wünschte, ich hätte jetzt eine Bratwurst. Das ist ein Jojo, Danny. Ich sage immer, Antonia, kannst du mir bitte... Warum hast du ein Jojo zu Hause? Ich hab wiedergefunden. Fucking Jojo. Schöne Metwurst, Meister Boxer in der Aufbahnung. Right, ich hab das Game. Dieser Laden ist so räudig, Alter. Sabine, ich liebe dich. Ja, Mutti gibt dir Hausarrest. Oh. Alles Ärger. War das an der Games? Ja! Da hab ich mir mit Jonas schön beim Meisterbock erstmal eine Metwurst geholt. Ich erinnere mich. Okay, Metwurst im Durchlauf. Das Game ist ready. Ich erinnere mich. Bei wem, wie ist der Typ? Meisterbock. Achso, ich bin muted, perfekt. Yo, das Game ist fertig. I remember. Wenn ihr wollt, können wir anfangen. Okay. Kann ich mal Pipi machen? Ja. Aber schnell. Ja. Hast du eine Erklärung, Kevin? Nö, wir finden es gleich in-game raus. Perfekt, ja. Ihr müsst auf jeden Fall erstmal einen Charakter malen gleich. Boah, geil. Das Game ist ziemlich nice. Das ist auch ein komplett eigenes Game.
Aber es gehört auch zu Jackbox und so, oder was? Ja, ja, genau, ist von denselben Machern, aber es ist ein komplett eigenes Game quasi. Longboard, das geht noch gar nicht. Hä? Das ist ein Longboard, das geht noch gar nicht. Ja, das hab ich neu geholt. Will ich zeigen? Ja, zeig. Zeig, bitte. Danny, bitte verletz dich, ne? Basti, ich spiel jeden Tag mit dem Feuerzeug rum. Ich werde dich nicht anzünden, keine Angst, so weit geh ich nicht. Hm. Jetzt aber. Oha! Ich hoffe, was wäre jetzt wirklich passiert? So voll. Ja, wahrscheinlich. Ich presse mir da halbe Haare auf, weil ich gerade so warm bin. Fährt sich auch dann los. Was hast du da? Ist das Sprühgrip-Tape oder was? Drop it off yourself. Ja, das ist übel geil. Hey, oh, wait. Ihr müsst kurz ein Bild von eurem Charakter malen, einfach. Hä, hey, was? Oh, scheiße, ich bin noch nicht hoch. Junge, what the fuck? Sabine ist zu einem Kissen geworden. Ah, nee, da ist sie wieder saved. Holy shit. Hey, ich hab. Ey, warum sagt ihr denn nicht, wenn ich euch den Dings schickt? Ja. Bro! Also, what the fuck, was gibt es denn wieder? Hat es noch jemand gesehen? Alter, das war ultra cursed, what the fuck? Meine Charakterzeichnung wird immer so kacke aussehen. What the fuck? Bro, Sabine hat gerade sowas gemacht, als sie reinkam. So bei mir. Und da hat es geleckt und du warst so. Ja, so war da. Bro! Einmal wird er so hin und her geschoben. What the fuck? Wild. Was streame ich denn jetzt eigentlich gerade? Also, streame ich jetzt einfach das, was ich zeichne, oder? Drawful 2, oder was meinst du? Nein, ich meine, jetzt... Na, so wie immer, ich streame gleich das Game. Ach so, ich dachte. Sind alle schon drin? Habt ihr alle euer Ding gemacht? Ihr müsst auch submitten, ne? Weil ihr habt noch niemand was gemacht. Warte, außer Danny und... Danny's Bild ist echt scheiße, Bro. Junge, ich kann nicht anders zeichnen. Hey, wir müssen noch ausmalen, oder? Wie ausmalen? Ich muss ausmalen. Oh ja, nee, du musst einfach dich selber machen, Basti. Komm aus dem Arsch. Danke, Danny. Sit back and relax. Ja, man kann dir nicht Undo machen. Junge, Restyler ist auch so hässlich. Was macht Danny genau? Ich fliege. Ich sitze back und flexe. Bro, machst du mal einen Stream an oder nicht? Danny, du siehst aus, als würdest du gleich nach hinten überfallen. Na, vertrau mir, ich kann so weiter hingehen, ich fall nicht an. Mann, Danny ist doch einer, wenn die Lehrer gewarnt haben vom Kippeln. Danny ist halt genau das eine Opfer, was in 10 Jahren hat das nicht gefallen. Sabine, oh mein Gott, Basti, Digga. Henk auch so nice. Jo, Sabine, du musst noch fertig werden. Ja, okay. Make richtiges Sabine-Design, so. Nee, das Ding ist auch flat und jetzt abgeschissen. So nach diesen Handgummi im Graf. Mein ist richtig schnell gemalt jetzt. Premiere wieder abgestürzt. Ich habe gerade überlegt, ob du der warst, der einen Stahldildo von seinem Kollegen bekommen hat, den er sich selber auf der Arbeit gemacht hat, oder war das wer anders? Was? Danke für die 3 Euro, Bro. Check mal kurz das TikTok. Ah, ist ungünstig, Bro. Danke, Buddy, für die 5 Euro trotzdem. Kuss. Mach mal einen Trick. Wie kann man so lange malen? Mal schneller, Sabine! Sie ist immer noch nicht fertig, Bro. Okay. Sabine, dafür haben wir gerade gewartet. Dafür haben wir gewartet. Das ist nicht dein Ernst. Oha. Kunstkritiker? Nee, glaub mir. Ich muss Ton jetzt... Was ist das? That's me. 7 years. Ich like das. Ich hab auch blaue Farbe. Digga, Basti, nice. All right. Okay. Ihr müsst jetzt was malen. Aus was? Something aus kind of weird. Ich weiß, man braucht nicht. Digga, meins ist ultra scuffed. Wie viel Zeit hat man? Was ist das denn? Ich verstehe mein Wort nicht. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich mach einfach das, was ich auf Google. Also ist es jetzt quasi so, dass dann 8 Sachen da stehen? Ich erkläre es gleich. Nach einer Runde verschiedene Sachen. Achso, man muss es dann erraten, was es darstellen soll. Genau, und die anderen Mitspieler müssen quasi eine Fake-Antwort machen. Erratet es nie. Und wer es halt richtig errät, der kriegt Punkte. Und wer, wenn jetzt jemand auf meine Fake-Antwort, kriege ich auch Punkte. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich hier mache, aber es wird geil, Leute. Sam, ich habe keinen Plan, was da gezeigt habe. Ich habe einfach Google Bilder geguckt. Ich bin nicht weiter. Er meint, das ist so fucking scheiße, das ist insane. Ey, meint auch. Ich noch eine Hairline malen müssen. Ich glaube, Chat, ihr müsst auch einfach mitvoten, wenn ihr da drin seid. Habt ihr normale Wörter? Ja, so richtig lange. Ja, so richtig dummes. Wort. Ich hab das Wort legit noch nie gehört. Henkes Bild, Digga. Schön mit dem Nutella-Maul. Ich hätte ihm eine Hairline malen müssen.
Weil es sieht aus, als hätte er so Braids. Ja, true, I guess. Aber sieht fresh aus, macht dir Braids. Danke, Bro. Meinst du? Ich hab keinen Bock. Junge, Alter, das wäre Cultural Appropriation, Henke, damit du so einen Shitstorm kriegst. Junge, Bassis ist stark. Danke. Also das, das Bild da, ja. Hä, wobei, so Wikinger haben doch auch Braids gebraucht. Bassi, hast du so eine Hairline auch im Real Life? Ja, tatsächlich. Okay. Nice, fresh. Ich hab auch schon mehr Rupees. Das heißt, wir müssen jetzt raten, was ihr zum Nein. Jetzt kriegen wir das Bild hier. Und jeder gibt eine Antwort dazu. Okay. Und dann die beste Antwort dazu ist. Nicht die beste Antwort, sondern du musst eine Antwort damit reinlegen, dass sie das voten. Ich schreibe das auf Deutsch, ne? Ja, genau, okay, auf Deutsch. Okay, Was ist das? Aber es sind ja meistens sind es aber richtig lange Wörter, die wir immer bekommen. Ja, weiß ich nicht. Muss nicht immer ein langes Wort sein, ja. Bro. Okay. Digga, wer auch immer das gemalt hat, das ist einfach nur widerlich, Digga. Ja, das ist irgendwie ein blutendes Ohr. Here are your choices. Try to pick the real title and avoid all the garbage everyone else typed in. Mero, Junge. Jetzt muss ich gucken, was der Real-Title ist. Chat, ich hab den stinkenden Gurkensalat genommen. Wish me fucking luck, bro. Weil ich glaube, dass stinkender Gurkensalat ist nichts ist, was jemand sich ausdenken würde. Das war das Richtige. Oh, Basti, okay. Du bist drauf eingefallen, lol. Lost? Ohrenkrütze. Ach so, ich muss. Ah, okay. Was vom Spiel? Genau, das vom Spiel musst du finden, ja. Okay. Du musst das Richtige einfach finden. Ja, ich verstehe jetzt. Easy clap, 16% so lost. Easy money. Was ist denn das sonst da? Come on! Was? Oh mein Gott. Bro. Das ist richtig! Shut up! Oh, got it! Junge, what the fuck? Got it. Man, that's real bad, man! Ich hab's überhaupt nicht verstanden. Ich auch nicht. Junge. Ich meine die Netzer. Das war so Müll. Das geht bis nach unten einfach. Bro. Das riecht richtig schwer. Kevin, erklär mal das Game. Okay, ganz kurz. Jemand kriegt ein Wort, zum Beispiel Code, da muss man das malen. Die anderen müssen eine Fake-Antwort machen und man muss die richtige Antwort rausfinden. Jetzt müssen wir die richtige Antwort finden. Digga, keine Ahnung, was das Richtige sein soll. Ey, das ist nice, das Spiel. Okay. Ja, finde ich auch nice. Come on! WTF? Erklär mal, please, ist ein bisschen verwirrt. Ich verstehe selber nicht ganz, glaube ich. Weißt du, er lacht aber dem Zebra-Mensch. Fucking lost, du dummer Hund, Alter. Bro, du bist auf Biene oder so. Zebra-Mensch, Digga, lost. Es ist nicht Hummelfrau. Oh, Henke. Oh. Oh mein Gott, Alter, Hummelfrau war stark. Oh. Es ist safe Schwangerschaft mit einem Waschbären. Danny, Digga. Mein Henke, hast du das Game immer nicht gecheckt? Ah ja, scheiße, ich wusste es. Der hat es gemalt, what the fuck? Wie soll man das malen, bitte? Ey, es sieht aber aus wie eine Tigerente. Digga. Ey, Basti. Basti, hast du Tigerenten-Club immer geguckt früher? Ja, klar. Geiler Scheiß, oder? Digga, ja, ohne Witz. Junge, Tigerenten-Club war der Shit. Also, was war das jetzt? Schwangere? Schwangerschaft mit einem Waschbären war die Antwort. Okay. Wie hätte man das zeichnen sollen? Erzähl's mir. What is this? Sehr geiles Game, aber leider checken es zu wenige. Bro, es ist wirklich easy. Also, wie gesagt, wir kriegen jetzt ein Wort. Zum Beispiel war mein Wort hier. Ich will es nicht sagen, ich will es nicht jinxen. Und dann malst du es. Und jetzt machen alle anderen machen eine Fake-Antwort. Und dann muss man rausfinden, welches die richtige Antwort ist. Ziemlich easy.
helpful, just type something in. Just type something in, guys. Okay, was haben wir hier? Chat, ich hoffe, dass Leute draufkommen. Es ist wichtig, dass viele Leute auf Mainz kommen. Postapokalyptischer Central Park ist richtig. Mann, ey. Come on. Bitte, ich hoffe, die Jungs voten das. Wie oft soll man hier outsmarten? Come on. Wie soll man denken? Es ist gut gemeint! Shut the fuck up, Chat! Danke, Henke. Gerne, Bastian. Sabine? Was soll ich sagen? Da hast du mich reingelockt. Schön, schön, Digga! Nice! Saftig, Digga! True, man hätte es nicht denken können, wow, nach dem Vorgang. Es war so gut gemalt! Es war so gut gemalt! Junge! Insane. Mann, Bro, wie sollst du das malen? Postapokalyptischer Central Park. Okay, Junge, wie dir. Niemand von uns hätte gewusst, wie man Postapokalyptischer Central Park. Du hast zwei Farben und so 8x8 Pixel. Ja, top, Digga. Was ist das? Oh mein Gott, warte. Hä? Wenn ich. Oh mein Gott, nein. Also, jetzt mal, Leute, also. Was? Wenn das, was ich denke. Digga, keine Ahnung, Digga, Bro. 25 Würfel mal einer. Nee, immer der quasi so aufploppt als Zeichnung, der hat jeweils einen Sound. Quick, type in anything. Da bin ich mal der Rüff, glaube ich. Maybe. And here are your choices. Pass mal hören. Mhm. Digga, das ist übelst skafft. Was? Ich habe 100% die richtige Antwort. Same. 100%ig hab ich die Schere, Bro. Gott. Ich hol mir schnell Red Bull. Das ist Blödsinn. Ich hab gar keinen Plan. Auf Krampf bei einem so eine Mann. Wenn das da hinten ein Haus ist, ne, dann bin ich fertig mit der Welt. Dann bin ich legit done. Dann bin ich legit done. 100%ig also, hab ich die richtige Antwort. Ich finde, das ist auch. Ich hab keine Choice gemacht, ich bin dumm. Ich finde, das ist eigentlich relativ einfach. Finde ich auch. Aber ich kann jetzt richtig auf die Schnauze fliegen. Fucking Idiots. Nein! Ich hab so sehr. Ihr fucking gedacht. Idiots! Easy! Rollensegel? Das ist richtig, das hab ich genommen. Was? Oh mein fucking Gott. No. No way. Du bist so eine. Was? Na. Oh mein. Tony, was? Tony, bist muted, wir hören dich nicht. Also. Ja, ich weiß nicht, wie das mit. Was? Getreide, was war das da links? Getreide, Heuballen. Tony, what the fuck? Hilf mir doch. Ich muss erstmal da ich müssen drüber nachdenken. Aber ich habe es direkt erkannt, was ein Getreidekampf sein soll. Ja, ja, ich weiß auch nicht, aber ich habe den Heuballen erkannt. Ich dachte die ganze Zeit an eine Rosinenschnecke. Sorry. Oh, hätte jetzt Bock drauf, actually. Mhm. Boah, das ist stark gemalt. Henkes Charakter sieht aus wie Yin Kalle. Kalle. Nice. Kalle. Sie schreibt auf der Platte doch, ich höre nur Daddy. Sie schaut mich an und mein Dick, er wird ready. Ich schiebe, wenn ich Bock habe, weil ich es kann. Ich droppe ein paar Lines und Ufos dran. Ich pass ihm die Rhymes und er hört nur zu. Gefickt von Kevin ist wie ein Rendezvous. Okay, danke, Bro. Okay, was haben wir hier? Pick anything. Wenn es diese Antwort ist, dann lösche ich mich einfach. Ich hab hundertprozentig dieses Mal die richtige Antwort. Kevin, safe oder safe? Wenn ich nicht richtig bin, Digga. Mann, ich bin so dumm. Dann? Job ich 10 Subs bei mir. 10 Subs an dich. Okay. Hundertprozentig. Ah, fuck. Okay. War gute Wort aber, oder? Alles klar, perfekt, Digga. Ja. Das, was an der Stelle kommt, ey. Stark, Kevin. Trick you! Trick you! Ja, ich mach 5 Subs, Ritzmann.
Aber wie soll man das auch zeichnen, ne? Aber. Aber not bad though. Es war nah dran. Es hätte sein können, okay? Ich hab extra so fucking weird champ genommen. Moment. Ui, Memo. Junge, wir rübst denn hier die ganze Zeit so ekelhaft? Ekelhaft, widerlich. Reiß dich mal zusammen, Reese. Jesus. Junge, Hank ist Charakter da, Alter. Bruder, der sieht aus, als würde er dir gleich was antun. Aber das ist doch geil. Hier are your choices. Das ist gut, Alter. Himmelbett. Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe das Richtige hier. Kevin, das sagst du gerade aktuell jedes Mal. Ich bin mir diesmal sicher. Wie viele Subs? Keine. Ich finde es voll interessant, diese Fake-Antworten sich einfallen zu lassen. Ja. Das war stark. Das war stark. Aber das war zu intelligent. What? Come on! Szene aus Macbeth. Was? Oh mein fucking Junge, Gott. Kevin, wie kannst du denn da bei... Das muss ein Theaterkurs sein. Shut up. So als ob irgendeiner jetzt aufschreit, dass die Szene aus Macbeth ist. Ich dachte, dieses eine Szene aus Macbeth ist von Helge. Aber könnte es halt wäre ein guter Fake. Komm, ich letzter. Das ist ein CSGO-Knife. Junge, das ist wirklich der immer Henke. Ja, Digga, Henke. Und Danny ist der Fools. Danny ist ein Fahrt, Alter. Danny, scheiße. Was im Spiel? Oder wo? Ja, im Spiel. Danny in real. Ich bin Recamp Wurz. Oh! Hurry up, people! Just type something in! Come on, Danny. Here are your choices. Uh-huh. Das sind gute Sachen, aber. Hundertprozentig! Ich hab hundertprozentig die richtige Antwort! Digga, Kevin! Nein! Diesmal Kevin, wirklich! Diesmal hast du ehrlich. Diesmal hab ich wirklich die richtige Antwort! 100%! Same fucking God! Muss! Jetzt bin ich mal gespannt. Idiot! Scheiße! Wer kennt's? Ja, das ist nicht. Oh, danke schön. Scheiße. Nee, war gute. Oh mein Gott, ich hab's richtig! Shit. Boom! Kevin, das ist actually richtig? Let's go! Warte, was? Let's go! Let's go! Hey, das ist die Ansage da vorne! Was ist das? Easy, das war gut gemacht! Das war übel gut gemacht! Es war gut gemacht, Gucci, Gucci. Let's go! Da ist das Ding! Let's go! So verdient! Komplett lächerlich. Okay, noch eine Runde. Let's go, Bitches! Alter, ich hab mich noch auf dem vorletzten Platz. Noch eine Runde, auf geht's. So lächerlich. You know how this works. There are titles on your devices. Ja, was soll ich da mal? Ich baue nichts malen. Mal einfach was da liegt. Ich muss aber was malen. Man versuch einfach, ist egal. Ja. Ich kann zudem nichts malen. Checkst du's, also können tue ich's. Also. Okay, ich versuch's. Perfekt.
Alter, meinst du so scheiße? Bro, mein Wort ist halt einfach so einfach. Ich hätte einfach nichts machen müssen mit meinem Wort. Man kann nichts löschen, das ist das Allerschlimmste. Ja, finde ich auch. Warum ist kein Album? Fuck, ja, man kann nichts. Ey, okay, das ist leider. No idea. Okay, was denn? Alter. Too fresh. Nee, Kevin, Alter. Okay, beruhig dich wieder. Kevin, hast du das richtige Wort ausgewählt? Nee, nee, ich hab Danny im Fullscreen angeguckt für 10 Sekunden. Das war tot. Das war Turbo Funny. Let's see the first piece of art. Oh boy. Halt alles fertig. Perfekt. Also wenn ihr meine Zeichnung die letzte Woche eine Scheiße fandet, dann wird es diesmal richtig stimmen, Leute. Chat, das ist meine. Oh mein Gott, ey. Der Mist hätte ja ich malen können. Was ist das für ein Sound? Lecker wieder der Fuß von Danny. Ja. Oh Gott, warte, ich muss klicken. Muss submitten, Bro. 10 Sekunden noch. Hab. Nein. Schade. Kevin, was sind deine Haare? Little shit einfach, oder? Blick mit Entschuldigung. Der Little shit. Autofahrer nach einem Unfall. Holy shit. Chat. Ich glaube, ich hab's. Oh mein Gott, ich glaube, ich gewinne es. Alle werden für meins voten. Easy clap. Digga, Basti, what the fuck? Ich versuch das Game zu readen, aber. Ja, ich auch. Ich dachte auch gut. Aber das macht Rätsmann auch, Alter. Got it. Bruder, dann hätte ich doch keine Arme gemalt. Ja, same. Muss ich auch mal das Junge, keine. Henke! Du bist einfach nur. Geil. Oh nein, niemand hat's gewotet. Ne? Niemand hat's gewotet. Nein. Nein. Oh nein. Niemand hat's gewotet. Nicht mal einer. Oh nein. Oh no. Leute. Was ist das? Bitte sagen wir nicht. Bro, Jungs, shut up. Oh mein Gott. Yo, wie hätte ich das meinen sollen? What the fuck? Hä? Das war übel schwer. Shut up. Kevin, hast du dich jemals in deinem Leben schon mal entschuldigt? Oh mein Gott, du. Hast du schon mal ein Baby gesehen, was sich entschuldigt? Was ist das denn jetzt, Junge? Das ist ja noch schlimmer. Gelber Kackhaufen. Oh mein Gott, als ob das so bad war. Jetzt übertreibt man nicht. Also es sah wirklich nur nach Entschuldigung aus. Sorry, Digga. Wie hättest du es gemalt? Jetzt re-rap, das war übel schwer. Ja, wie, ja, irgendwie ja, wie sich jemand entschuldigt in einer zweiten Person. Ja, okay, true. Eine Person rechts, eine Person links, Sprechblase, Entschuldigung. Ja, aber Jungs, so viel Platz war da nicht. Sprechblase, Entschuldigung. Das war mein erster Gedanke. Nein, missklickt. Ich hasse mein Leben. Okay. Freunde, ich hab die richtige Antwort. Safe call. Ich glaube, ich habe auch die richtige. Ich habe 100% die richtige Antwort. Safe. Jetzt bin ich mal gespannt. Ist es falsch? Obvious. Ja, okay. Obvious. Ja, ist ja obvious. Gotcha, Sabine. Come on! Digga, Kevin, das ist nie das. Vor allem, wie du beliebst, das ist immer das Dritte. Oh mein Gott, Diggi. Na, das kommen immer erst an, wenn jemand gegessen hat. Ach, echt, ja? Ja. Nevermind.
Danke, Danny. Ja, kein Ding, Basti. In der Hoffnung hat GP. Okay. Sag jetzt nicht, das ist das Richtige, Digga. Bergdunge. Junge, Bro, what the fuck? Wie bist du so schmuddeligen Felsen? Bro, ich hab nur Geld gemacht. Über schmuddeligen Felsen meint er so, aber er lacht über meine Entschuldigung oder was? Digga, was? Oh, das war das sieht aus wie gut. Es sieht aus wie Berg Scheiße, Bro. WTF? Ganz klares Ding, ganz klares Ding. Das war so ein Müllritz, Mann. Also, meins haben 200 erraten und deins, Kevin? Ja, Bro, niemand. Okay. Warte, ich höre dich gerade nicht, warte. Alter, warte, ich Maul. Ich versuche die Leute zu hören, die deins erraten haben. Oh, ich höre gar nichts. Ich glaube. Ja, doch. Ey, wenn Leute für meins voten, Digga, dann seid ihr actually dumm. Ich glaube, dass viele das Gleiche haben werden. Ich glaube auch. Oh ja? Glaubst du? Okay, ja, glaube ich auch. True. Ja. Glaube ich auch. Ja, ja. Ich glaube auch, dass viele dasselbe haben werden. Alle jetzt gleich, außer so eins. Ich glaube auch, dass viele dasselbe haben werden. Ich weiß genau, wovon Basti redet. And here are your choices. Oh. Scheiße, ich. Ist Camembert richtig geschrieben? Ja. Weißt du, wie man die Scheiße schreibt? Oh. Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Kevin, don't say that. Ich glaube, ich hab's auch. Scheiße. Danke. Hey! Nicht schlecht, Basti. Mann. Danke, danke. Ich. Okay, ich hab's nicht. Kevin, kannst du reintappen wieder? Es laggt irgendwie. Oh ja. Danke dir. I understand. Fucking Idiots. Basti fällt immer auf meins rein, Digga. Easy, Käse-Display, was soll das sein? Ja, deswegen nehme ich's ja, weil es halt immer halt. Junge, Imagine, ihr fällt auf Käse-Display rein, Käse-Display rein, Digga. Käse-Display einfach. Ey, starke Mahlzeit wieder, ey, Popchef. Bro, meine Entschuldigung, mein Bester ist das Real Rap. Meine Entschuldigung war viel besser gemalt. Viel besser. No. Als Danny in der ersten Runde vergessen hat zu zeichnen, das war besser als die Entschuldigung. Die Entschuldigung war fucking bad. Was ist denn jetzt los? Oh nee. Das muss ein Danny-Ding sein. Junge, ich müsste dafür nicht sagen. Denkt euch einfach das Ding weg. Was ist es dann? Ich sag keinen Tipp. Der ist dann ja nichts. Omega Lucha. Dominik, ich erinnere mich an meinen Opa. Aber? Aber ein Jünger. Oha! Saved, saved. Achso, ich dachte, dein Vater ist Jünger. Oh, ich glaube, ich habe das Game verstanden jetzt. Ich weiß, was die richtige Antwort ist. Cocktailbar geschrieben. Ey, das. Keine Ahnung, aber ist es nicht cooler, wenn wir das nicht spoilern oder so? Also. Chat! Ich weiß genau. Also, ihr wisst genau, wer angesprochen ist. Alright, an die Leute im Chat. Ihr seid ein Haufen Scheiße. Danke. Das wollte ich kurz loswerden. Ihr seid ein Haufen Kacke, Jungs. Danke, perfekt. Alter, Sabine lässt sich schmecken. Bro, ich dachte, eine Leere wäre stark. Oh mein Gott, ich hab. Oha, 30% Oils. Was? Keiner hat Block Butter genommen, WTF? Block Butter war ultra stark. Oh mein Gott, Bro. Ja, Danny hat halt gesagt, denkt euch halt das weg. Also keine Ahnung, ich würde nicht sagen, dass du unsere Zeichnung beschreiben sollst. Ach so, das hab ich nicht gehört. Und vor allem als Zeichner darfst du nicht sagen, wer hat denn das aufgeschrieben? Das ist ja dumm, so, das macht keinen Sinn. Oh boy. Was ist das? Oh mein Gott, wie hieß das? Ist das ein Pfeil am Arsch? Das Geile ist,
Ich sag's nach der Runde. Ich verstehe überhaupt nicht, was hier los ist. Boah, ich hab gepupst, ich glaube, man hat's gehört. Sorry, ich würde mich entschuldigen bei allen Anwesenden. Entschuldigung, sorry. Oh. Come on, taking time is almost up. Here are your choices. Scheiße, ich weiß es nicht. Man weiß halt nicht, um wie viel man zurückzu. Ja. Ey, aber das nee, Runde, ne? Ich hab 100. Ich hab, die Runde hab ich verkackt. Ich hab niemals das Richtige. Ja, Digga, perfekt, Jungs. Das war's an der Stelle, Digga. Oh nein! Von Benny. Ich hab wenigstens einer, der denkt wie ich. Oh nein. Danke, Junge. Wenigstens einer. Let's go! Digga, das ist der Hühnchenrückstoß, Junge! Ich bin wieder auf Kevin reingefallen. Da ist das Ding! Da ist das Ding! Oh, ich war muted, sorry. Hühnchenrückstoß, Junge! Ja, mal, die Pfeile sind insane für Rückstoß. Zieh nicht meinen Finger! No way! Wieso ist da ein Huhn? Und dann zieht er den Furz, du LMAO. Ich kann auch einen Mann rein. Oh mein Gott, what the fuck? Toten rausgeholt, wortwörtlich. Verstehst nicht? Ich bin noch nicht intuit. Chat, meins ist so huge, alle werden es voten. Ich hätte so viele fucking Punkte farmen, die Runde. Es ist so fucking easy, Chat. Es ist so fucking easy. Ich hätte so krank Punkte farmen, Bro. Holy shit. Jeder wird das voten. Say fucking call, Bro. And here are your choices. Und ich hab die richtige Antwort gepickt. Ich hab alles durchgespielt. Ihr werdet alle meine Antwort nehmen. Und ich hab die richtige Antwort. Ich kann nicht. Ich auch selbst. Ich hab 100% das Falsche genommen. Boom, 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 boom! Das ist es nicht. Digga. Ich wusste nicht, was es sein kann. Das war wirklich too much. Oh nee. Oh nee, Digga. Digga, Kevin, baby. Als ob du das nicht hast. Ach, scheiße. Komm, das ist richtig. Ich dachte, ich hab's. Aber ich war mir so sicher. Ich hab's safe, ich hab's safe. No way! Nein, no way! Ja, es ist richtig. Was? Alter, bis das Wort war. Ja, easy. Oh mein Gott, dude, what the fuck? Easy, easy. Drama Alert. Alter, 5F. Okay, diesmal Chat, alle werden es voten. Trust me. 100%ig. Die werden sich denken so, ah, not sure, Bro, ich weiß nicht ganz. Das ist irgendwie weird, ich glaube, das wird sein. Watch this. Okay, okay. Schaut zu und lernt, Jungs. Ihr werdet stolz auf mich sein. And here are your choices. Okay. Okay. Chat. Ist das nicht ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ich hab die richtige Antwort und ich hab die Antwort, wo alle drauf wetten. Ich hab's oh mein Gott, Bro, die Runde ist so easy clap. Easy fucking clap, Bro. Junge, so easy points. And here are your picks. Oh. Ja, obvious, dass das nicht ist. Obvious, oder? Ach nee, Kevin. Ach Mann, Digga, nee. Junge, Kevin. Ach nee, ach nee. Oder bist du rausgetappt? Nee. Ui. Okay. Ja, du wärst so geil. Mann, ich denke wie Kevin.
Als wäre das so schlimm, was sie mit dir... Oh, Nebelmaschine. Nein. Das ist doch ein Olli dran, kann das denn irgendwas mit Smog sein? Ja, ich hab verkackt, okay, scheiß drauf, Digga. Ich hab nicht so gut gespielt, die Runde. GG's. Ja, GG's, GG's. GG's. Noise. Ah, das ist so fun. Das ist so fun. Wieder, da diese Werbung kommt, so mit Buy T-Shirts with Drawings from this game. Imagine, es wäre sick, wenn da jetzt eine Werbung kommen würde, wo man T-Shirts kaufen kann mit den Sachen, die gerade gemalt wurden. Ja, das ist doch das, Kevin. Das ist es doch. Ach so, wo? Man kann sich einfach ein T-Shirt holen mit Entschuldigung. Hä, wo hast du das? Ich hab das nicht. Mal auf deinem Dings, auf deinem Blackboard. Ah ja, buy T-Shirts with Drawings. LOL. Weil ich einfach Baby Bomb. Was ist das jetzt? Alter, oh nee, ich kaufe jetzt die Leere auf. Dicker, wie geil! Kauf mir die Leere Rocks jetzt. Einfach. Zieh nicht an meinem Finger. Junge, das ist ultra geil. Entschuldigung, einmal holen. Hä, das ist übel stark, what the fuck? Ey, eigentlich ein T-Shirt mit Kevin, Entschuldigung, wäre nice. Ey, so, müsste ich mir eigentlich bestellen. Soll ich das kaufen? Kevin. Ja, komm. Mann, Kevin, komm rein. Okay, komm, fuck it. Vor allem Kevin, dafür, dass du alles geredet haben sollst und letzter bist, passt nicht. Yo, 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 Basti, shut up, das kriegen wir hier. Ey, Jungs, diesmal bin ich so safe, 100%. Safe, das muss sein. Bro, 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 bro. Nein, ich muss für uns alle eins holen und ich dann auf nächste Gamescom alle dieses Shirt anziehen. Ich war mir ziemlich sicher. Entschuldigung. Ja. Einfach im Club. Mit Leere. Ich beende mal kurz das Streaming und ich habe Angst, dass ich sonst irgendwas leake oder so. Das wäre ja actually noch fucking Pochchamp. It's actually hella Pochchamp. Ey, Danny. Ja, einfach. Was ist los? Nix. Oh, get right. Ich muss dich wieder muten. Ich denke, ich bin nicht jetzt die Monate nicht mehr. Fass richtig die Augen. Stech sie dir aus. Oha, toxic. War ein Witz. Nee, du bist so toxic. Auch wenn ich dich höre. Henke Depp, einmal. Dann am ich dich vielleicht. Wenn du kleine Kinder magst. Perfect. Oh, hops genommen. Get wrecked. Mein Name ist Daniel. What the fuck? Nein, dein Name ist Thomas eigentlich. Daniel Düsenantrieb. Daniel Düsenarsch. Daniel, dieses Arsch geworden. Den merke ich mir. Mhm. Okay, ich habe jetzt das T-Shirt bestellt, Freunde. Es ist passiert. Welches denn? Entschuldigung, habe ich mir gekauft. Vielen Dank, Kevin. Dein Auftrag wurde bestätigt. Was kostet Shipping? $6. Also insgesamt habe ich $24 bezahlt. Das geht ziemlich klar. Das ist ziemlich fein eigentlich. Das sind wie viel? 20 Euro quasi. 20 Euro. Daniel, du kleiner Rucksackrepper. Ein Schnapper. Ja, wie sieht's aus? Ja, was ist der Plan? Wollt ihr noch was sagen? Ich glaube, ich raus jetzt. Ich glaube, ich fühle auch so, dass ich jetzt gerade dann bin, aber es war fun. Es war ultra fun, Mann. Holy shit. War sehr wild. Ja, war fun. Es war kompliziert, bisschen mit Zeichnen. Danny kommt da verzweifelt, Digga. Ey, ich fand aber zum Beispiel auch Split Room irgendwie cool. Also die wir neu gemacht haben, waren ja, SMS. Ey, das nächste Mal, wenn wir es nochmal machen, lass wieder alles machen. Ja. Ja. Gab's irgendwas, was ihr kacke fandet? Das Erfinder-Ding ist halt so nach einer Runde für mich so ein bisschen ausgelöscht inzwischen. Das Blister Room fand ich eigentlich am schlechtesten tatsächlich. Ja, same. Ich fand das Blister Room, glaube ich, am geilsten. Na, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das letzte war das schlechteste. Nee, das letzte war schade. Also ich würde auch sagen, dass Blister Room jetzt nicht so, also... Ich fand Blister Room war okay halt. Es war schon geil, das mal zu spielen. Also du forcierst halt keine lustigen Antworten damit. Ja. Also das ist halt eher so ein... Es ist nicht so der geile Content, der dann am Ende so... Es ist halt so okay, in die Ecke denken. Es ist halt zum Denken, es ist ein ganz cooles Ding so, aber... Ich finde das Erfinder-Ding am geilsten eigentlich. Ja, ich glaube ich auch. Aber dafür war unsere Runde, die wir hatten halt super wack. Ja. Also wir waren einfach nur alle heute in diesem Erfinder-Ding wack. Man weiß, es ist eigentlich super geil. Ja. True. Hast du ein Jojo? Okay. Soll ich nochmal einen Jojo-Trick sehen? Oha, zeig mal irgendeinen Trick. Okay, zum Abschluss einen Jojo-Trick. Wir machen alle einen Discord. Toni, zeig. Mach den Eiffelturm. Jetzt haut sich Jojo auf den Kopf. Ich mach denselben, den ich gerade gemacht habe, weil ich habe den nämlich gefunden. Ich habe den das letzte Mal vor 6 Jahren oder so gefühlt gesehen gehabt. Okay, zeige was krasses. Go, go, go. Was richtig krank ist, alright. Salto. Toni, warum kriegst du eigentlich in ihr Kopfhörer? Ja, weil sie lost ist, Digga. Sie ist lost halt.
Ich sag nichts Falsches, sonst krieg ich gleich wieder Anschluss. LOL. Oha. Oha. Hä, aber hey. So Handbewegung, das hat voll die Ästhetik bei Toni, habt ihr das gesehen? Also, okay, Henke, Dicker, Weird Champ. Hey, Toni, wenn du noch Probleme hast bei deinem OBS, falls du dabei irgendwas nicht weißt, die du einstellen sollst. Ich geb Bescheid dann. Dann frag den Mann mit dem anderen rosa Raum. Digga, Henke, Junge. Tschüss, Bruder. Mach's gut, Digga. Alright, Leute. Ich bin ja jetzt raus. Ey, was jetzt? Wir fahren hier. War ultra fun. Aber ich lieb, Tschüssi. Ey, Basti. Ja. Ey, pst. Ich wollte Basti noch was sagen. Okay, sag Basti jetzt was. Basti, du hast meine Frage heute Morgen nicht beantwortet. Oh, fuck. Was für eine Frage? War der Salat? Ich hab dir geschrieben, ich hab dir im Stream geantwortet. Nein, hast du nicht, dass du legit gedonen wollt. Doch, ich hab's direkt danach gesagt. Du bist halt nach 10 Sekunden hast du den Stream ausgemacht. Nein. Das ist kein Salat, das war eine Bowl, aber... Ist doch dasselbe wie ein Salat, oder nicht? Ja, aber war sehr gut. Ja, das ist so eine Pokeball, heißt es, Danny. Pokeball, ja, genau. Heißt es. Pokeball? Ja, ein Pokeball war das. Ja, Pokeball nennen wir das. Ist aber wirklich so, no joke. Ist kein Joke, man nennt das wirklich so. Pokeball. Ja, heißt ja, kein... Google mal mit P-O-K-E-B-O-W-L. Hundertprozentig. Bowl. Pokeball. Ja, er sagt Pokeball. Ne, ja, Bowl. Ja, Bowl aus. Aber stimmt. Pick a Bowl. Pokeball, Bro. Pokeball, Mike Cage, Pokeball, Pokeball. No cup. Boah, ich hätte so gerne diesen Durstlöscher da gerade. Ey, was gut, Bruder. Big Kiss. Kuss. Ein Thirst Eraser. Ey, lass mal noch irgendwie Rocket League spielen oder so. Oh nein, Digga, ich wollte mit Basti spielen. Nein, jetzt ist Werke mitnehmen. Bro, nein! Digga, ich hab Basti vorhin gefragt. Ja, dann geh ich nein, ich schau nur um. Lass jetzt durchspielen. Lass du durchspielen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro, zum Glück. Ey, er hat mich vorhin gefragt. Ich sag so, ja, vielleicht. Wir müssen mal gucken, was Kevin nachher sagt, weil ich wusste, dass du mich auch noch fragen wirst. Und Ich hab doch gar nichts gemacht, du hast ihn jetzt rausgekriegt. Bro, du bist so widerlich, no joke. Warum? Nein, Rito, lass Henker anrufen, lass ihn durchspielen. Jetzt re-rap. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ruf Henker an. Anruf Henken Dodle, privat. frag nicht nach. Okay, alles gut. Kevin, meinst du nicht letztens, dass das nur so unaufgeräumt ist, weil du jetzt gerade dieses Pack-Opening hast? Shut up. Ah, Kevin, du schon wieder, was denn jetzt? Bro, lass uns zocken. Was? Ich soll mit euch jetzt Rocket League zocken? Okay, ja gut. Ja. Okay, bis gleich, Bruder. Kuss, los. Ey, aber was Kevin, geht hier, moin. Ey, Kevin, aber lass uns mal ehrlich einen Termin machen für den Escape Room. Vor allem, du sagst ja, einfach so safe. Samstag. Du sagst so Samstag, lass mal Samstag machen. So, du hast voll diesen Pokémon-Stream vergessen. Ach so. Ja, Ach so. Ja, lass Samstag mal. Ja, da hatten wir den noch nicht fest, wir hatten den Termin erst übel spontan uns überlegt. Okay. Nee, alles gut. Wollen wir, was haben wir heute für einen Tag, heute Dienstag? Montag, okay. Also das ist jetzt abhängig vom Spiel ist. Achso, du meinst den... Mittwoch. Ja, sollte passen. Morgen kann ich leider nicht, aber Mittwoch ist fein. Ja, mir passt okay. Ich würde es einfach nicht Bro. Zu lange so warten. Mein Chat ist gerade wirklich aushaltbar. Was ist los? Bro, Alter, mein Chat ist richtig pain gerade. Aber warum? Ich würde am liebsten 10 Sub-Monate oder also Subs mit 10 Monaten oder länger Only-Mode machen gerade. Das wäre. Boah, das wäre King-Shit, Bro. Das müsste es gehen. Was ist los bei dir? Ja, scheiße, aber ich mach's noch schlimmer, wenn ich das sage. Ja, ja. Ach so, ist es, Ist es wieder Twitch-Deutschland-Zeug Jehovas oder was? Ach so, Leute, ich sehe gerade bei meinem ganzen Chat. Ja. Bei mir ist schon auf der Blacklist. Bei mir ist alles leer, deswegen. Perfekt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Dinge auf die Blacklist packen kann. Easy peasy. Doch, ey, meine Blacklist ist voll. Ja, Maus, pack mal auf. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Benutzt du Fosterbot, Basti? Die Blacklist ist über Mobot. Schau mal. Ich mach einfach mal Ausrufezeichen Blacklist. Nee, das funktioniert nicht. Okay, Maus, was soll daddeln? Na, ja, Rocket League. Können wir ja Rockets? Rocket League? Nice. Ja, klar. Kriegst dich hier eine Scheiße. Ja, klar. Alright, dann geh ich wieder raus hier aus dem Discord. Wir treffen uns bei Basti Teamspeak.